Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast, Episode 22. Heute wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonster Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Ja, hallo Daniel. Hi, grüß dich. Jetzt haben wir jetzt eine lange Einleitung gemacht. Wer auch immer das dann sich anhört, auf Twitch haben wir das gemacht. Quasi Pre-Show gibt's auf Twitch und YouTube vielleicht. Das weiß ich noch nicht, wissen wir noch nicht. Aber wir haben den komplexen Setup unseres Streaming- und Aufzeichnungszeugs da erklärt oder versucht irgendwie darzustellen. Ich glaube, ich habe überhaupt das komplexeste Setup überhaupt gebaut, was ich jemals so am Rechner zusammengebastelt hatte. Ja. Also gerade was Audio und Video angeht. Aber es läuft anscheinend. Wir haben ein bisschen Hintergrundrauschen auf dem Stream, aber wir gehen mal davon aus, dass der Podcast nachher wieder exzellent klingt. Na, erstklassig, wie wir das immer wollen. Mit unseren extremst höchsten Qualitätsansprüchen. Ja, du hast ja geupgradet. Ich meine, themenseitig, was haben wir heute? Wir hatten eigentlich ein Thema, das werden wir aber nur so anschneiden und unsere Kommentare dazu geben, weil da hat sich ja, glaube ich, der Stand einfach auch geändert. Genau, das ging da um die Corona-Datenspende-App vom RKI, wo ja der CCC relativ schnell eine Analyse drüber gefahren hat. Und da wollten wir mal drüber sprechen. Schauen wir mal, was wir da nachher noch so an Kommentaren haben. Dann Neuigkeiten, haben wir ja gesagt. Genau, da gibt es ganz viele eigentlich. Da werden wir einfach mal von oben nach unten durchgehen, was uns da einfällt. Ja. Genau, und dann habe ich sehe gerade, du hast ein paar Raspberry 4 Erfahrungen. Ich habe Raspberry Pi 4 gekauft. Hat ein bisschen was mit den Neuigkeiten zu tun. Ja, ja. Und das sind eigentlich interessante Sachen, die man da so rausfinden kann oder wie man die benutzen kann. Mhm. Genau. Und ansonsten, ich glaube, fangen wir von vorne mit den Neuigkeiten an. Mir ist gerade, also Top-Neuigkeit, mir ist gerade aufgefallen, wir haben es jetzt mit Ach und Krach noch geschafft, in diesem Monat, Mai, noch einen Podcast aufzunehmen. Ja, genau. Der wird, wenn wir Glück haben, auch noch im Mai veröffentlicht. Weil wir der letzte war am 25.04. Die ganze Situation macht einen fertig, was? Ja, ja. Wie oft warst du draußen die letzten paar Wochen? Also so unter Menschen? Unter Menschen? Ja. Zweimal. Ja. Dürfte bei mir auch so sein, aber da hat sich bei mir auch nicht so viel geändert als Informatiker. Ja, also es hat sich überhaupt nicht viel geändert für mich. Ne? Also erstmal so dieses, ich gehe eh nicht viel weg mit den Kindern. Soziale Kontakte sind ja eh den Bach runter, seit die da sind. Ja, da kommst du eh nicht mehr weg, ne, abends auch nicht. Oh Gott. Bestellen tun wir eh online. Ne? Aber wo ich es gemerkt habe, ist, dass Amazon ja nicht mehr so schnell liefert. Also ich warte jetzt länger auf meine Sachen. Hm. Das war das eine. Und das andere ist halt die Kinder zu Hause. Und deswegen sind wir bei mir, Terminplanung ist halt komplett den Bach runter. Ja, das ist... Das war den Monat echt krass. Aber wir schaffen das heute Abend. Also wir machen das ja immer so. Du schneidest das ja. Ich bereite dann die Webseite vor, wo wir das nachher bereitstellen. Und dann ist das heute Abend irgendwann, sobald das Video auch gerendert ist, ist das da. Mhm. Genau. Genau. Ja, das mit dem Schneiden, das ist ja viel weniger aufwendig, wie man denkt. Ich meine, wir machen immer solche Kapitelmarken zwischendrin. Deswegen, wenn es dann Kapitelmarken braucht, dann gibt es die. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen Ton anpassen. Und versuchen, dass man das irgendwie, das Rauschen zum Beispiel rausfiltert. Ich sehe gerade jetzt, weil ich auf die Spuren gucke, dass tatsächlich dann kommt dann einfach so ein Filter drüber und dann sollte das wenigstens durchgehend, wenn du Ruhe ist, weggefiltert sein. Ansonsten, bei mir nicht oft unter Menschen, eigentlich jeden Tag draußen, weil ich wohne hier ja relativ gut im Wald. Und relativ gut im Wald bedeutet, ich kann jeden Tag einfach raus und kann einmal durch den Wald laufen, dann habe ich da so eine fast 7 Kilometer Runde, die ich laufe. Und das hält einen eigentlich sozusagen erstmal ein bisschen mental in Ordnung. Und ich bin den ganzen Tag am Quatschen. Ne? Ich habe quasi von zu Hause arbeiten bedeutet bei mir Headset auf, nicht das, ein anderes. Und Videokonferenz oder Telefonkonferenzen den ganzen Tag. Mhm. Also okay. Unterbrochen durch Nachdenksessions. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt ja ein bisschen dazu gezwungen, das erste Mal das wirklich so kontinuierlich zu machen. Du hast da jetzt ja ein bisschen noch eine andere Sicht drauf. Also insofern weiß ich vielleicht doch, wie es dir geht. Aber das ist für mich ist es, ich sehe mich nicht mehr so voll jeden Tag irgendwie in irgendwelche Büros fahren, wenn es dafür nicht wirklich signifikante Gründe gibt. Da gibt es keinen, diesen ganzen Verkehr, diese ganze Reiserei, dieses Rumgefahre, mal ganz unabhängig von irgendwelchen ökologischen Aspekten ist das natürlich kompletter Quatsch. Also ist nichts. Ich bin weder weniger produktiv, noch habe ich irgendeinen
ernstzunehmenden Lücke, wo ich sage, so, nee, das geht jetzt aber nicht, dass man das jetzt innerhalb der Arbeit irgendwie miteinander klärt. Im Gegenteil, man war jetzt ein bisschen dadurch die Situation natürlich gezwungen, sich Wege zu suchen, um Sachen, die man vorher glaubte, persönlich klären zu müssen, jetzt nicht persönlich zu klären. Und da sind einige Leute über den Schatten gesprungen, das hat gut funktioniert. Also ich merke das auch in meinem Team jetzt, in dem ich arbeite. Das ist, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Man vermisst zwar manchmal, dass man Köpfe zusammensteckt und an so einem Whiteboard gemeinsam malt, aber da gibt es auch Lösungen für. So ein Shared Desktop, den wir jetzt zum Beispiel haben, also wer das Video sieht, der sieht dann jetzt bei mir zum Beispiel das Bild von so einem gesharten Desktop. Das ist im Grunde ja nichts anderes, als was man auch in der Arbeit dann macht. Man guckt auf einen Bildschirm und arbeitet dann an den Dokumenten und kann dann einfach Sachen umherschieben und gemeinsam bearbeiten und tun und machen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und wenn du Kamera anhast, ich meine, das fügt schon was hinzu. Das Einzige, was ich sagen muss, ich sehe es ja bei dir gerade, und wer das Video sieht tatsächlich, der wird den Unterschied sehen, dass die Bildqualität von deiner Kamera ist natürlich tatsächlich viel, viel besser als die Bildqualität von meiner Kamera jetzt. Weil diese ganzen Hardwarehersteller irgendwie nicht hinkriegen, ordentliche Kameras in die Geräte zu verbauen. Und in die Laptops, ne? Genau, und du hast da jetzt eine richtige Kamera, die du verwendest. Und das heißt, die Leute, die dich sehen, sehen dich auch mit einer richtigen Kamera. Und bei mir ist das halt nur so ein, weiß ich nicht, Lochkamera. Die kleinen da im Laptop, ne? Also ich habe da so eine, diese Standard, diese Logitech C29, die ich da stehen habe. Ich habe auch also eine da drüben an dem anderen Rechner, aber die stecke ich da immer nicht ab, sondern ich habe jetzt die genommen, die in diesem Mac verbaut ist, und das ist einfach, also ist okay, aber tatsächlich, wenn ich dich auf dem Bild sehe, ist die Bildqualität so viel besser, da kommt so viel mehr rüber. Ja, dann warte mal, bis ich hier eine DSLR da zum Streamen verwende. Dann brauchst du ja gar keinen Greenscreen mehr, das kriegst du einfach mit einer teuren Linse und einem guten Bokeh hin, oder? Ja, ich habe mir die Linse mal angeschaut, die denn wirklich so zum, sag ich mal, ordentlich Streamen bräuchtest. Also die Bodies, die es da noch gäbe, da kommen sie so, ich habe mal versucht, gebraucht jetzt eine zu bekommen, bevor dieser Run drauf losgeht, weil die Webcams ja leer sind, ne? Dann kaufen wahrscheinlich jetzt alle die Cams. Und legst du bei so einer, was sind das, die Canon, die zum Beispiel die M200, da legst du so mit ab 500 Euro hoch bis 800 Euro, also nur für den Body, vielleicht mit einer Linse, aber da kannst du mal zwischen 500 und 1000 Euro für eine Linse hinlegen, die du halt für Stream nehmen kannst. Wollte gerade sagen, ja genau, also für Video und brauchst du halt eine, die quasi einen guten Autofokus hinkriegt, aber ganz scharf, ganz kleine. Ja. Und jetzt kommt aber die Neuigkeiten an der Stelle, weil deswegen wurde das plötzlich für mich interessant. Bisher hast du ja immer von zum Beispiel Elgato so einen 4K-Link benötigt, wo du dann die Kamera, die ja HDMI hat, als USB in den Rechner reinroutest, und das wird dann als Webcam erkannt. So, eigentlich, ne? Und jetzt ist Canon hingegangen und hat gerade für diese ganzen Digitalkameras, Spiegellosen, haben die eine Software rausgebracht, die das macht. Das heißt, du brauchst da nicht mehr diesen extra Hardware-Dongle, sondern du steckst einfach deine Kamera rein und die wird als Webcam erkannt. Und das ist natürlich dann, macht das Ganze wieder attraktiv. Das ist eine Beta, aber selbst für eine Beta funktioniert das schon richtig gut. Aber da ist halt momentan echt diese Schwelle, diese 800 plus Euro für die Hardware. Also da dann doch lieber nochmal ein gutes Mikrofon und vorher vielleicht irgendwas umbauen, dass das Rechnerrauschen nicht mehr da ist. Das ist so, was eigentlich, glaube ich, kommt an der Stelle. Aber das mit dem Kamerabild als Webcam und so weiter, ich glaube, da ist auch das Problem, dass die Schnittstellen einfach echt mies sind. Also dass man da echt eine Kamera drin hat und dann Schnittstellen sieht, das scheint irgendwie nicht so richtig, da ist die Zeit noch ein bisschen hinterher. Naja, also meiner Frau geht es jetzt auch so ähnlich. Die hat sich auch gerade eine neue Kamera gekauft, weil ihre professionelle Kamera ist, ist immer für die Shootings verwendet hat. Die ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und hat irgendwie 150.000 Auslösungen oder so auf der Mechanik drauf. Ja, die macht das ja professionell, ne? Also genau. Muss man dazu sagen, ja. Und dann hat sie sich jetzt eine neue geholt für diese spezielle Aufgabe. Mit der Hoffnung, und da war das Versprechen, da ist WLAN drin. Ist auch WLAN drin, funktioniert bloß nicht. Weil stell dir vor, meine Frau hat eine ganz simple Aufgabe für sowas.
Und das ist vielleicht so der auch eine Neuigkeit, aber ein Rant. Du hast eine Digitalkamera und da geht es ja nicht um Video, sondern um Bilder. Mhm. Und du machst ein Shooting und dann hast du immer das Problem, du musst ja die Bilder irgendwie von dieser Kamera runterkriegen. Mhm. Ja. Dann kannst du ein Kabel anstecken, kannst die Speicherkarte rausnehmen und in den Rechner stecken. Oder da gab es mal bis zum Jahr 2016 eine Firma, die nannte sich iFi. Die hat SD-Karten hergestellt und diese SD-Karten haben WLAN eingebaut und da gibt es eine Windows Companion App, die startest du und sobald die beiden sich sehen, dein Rechner und diese iFi-Karte, kopiert die App einfach alles, was an neuen Bildern gekommen ist, in einen Ordner auf dem Rechner. Mhm. Das ist alles, was das Ding tut. Ja, ja. Es ist wirklich sensationell. Es ist auch komplett narrensicher. Das heißt, wenn du einfach einen Strom ausmachst von der Kamera oder so, dann hört es halt auf und macht dann automatisch wieder weiter, da wo es aufgehört hat, das nächste Mal. Also funktioniert über Jahre hinweg. Jetzt ist die Karte kaputt gegangen. Mhm. Also hat sie in die neue Kamera reingemacht. Vielleicht ist sie kaputt, vielleicht wird sie nicht mehr richtig unterstützt, keine Ahnung. Hat erstmal das ignoriert, was da so Nikon an WLAN einbaut in die Kamera. Karte kaputt, gibt's keinen Ersatz. Gibt's einfach nicht. Gibt einfach nicht diese Funktionalität, dass du einfach irgendwas nur wohin kopierst, sobald du ein Foto machst und das irgendwie wenig fehleranfällig ist. Da gibt's alles mögliche Apps für das Telefon und lauter so Zeug, aber nichts, was wirklich so blöd simpel funktioniert. Und da hat sie jetzt dann versucht, mit dieser eingebauten WLAN-Funktionalität von, das ist eine Nikon-Kamera, Nikon zu arbeiten, Snapbridge und wie das Zeug alles heißt. Macht alles das nicht. Es macht alles nicht dieses simpelsten Anwendungsfall. Und das ist ja auch was für Studenten vielleicht total wichtig ist, sich darüber klar zu sein, was denn der minimale Anwendungsfall ist und den muss man können. Und der minimale Anwendungsfall für eine Karte mit WLAN, für eine Speicherkarte mit WLAN, die dazu da ist, sozusagen Daten zu speichern und dann zugreifbar zu machen, ist genau zugreifbar zu sein. Und wenn ich dafür das an der App dongle, die möglicherweise die Firma geht pleite und dann ist die App weg. Nicht mehr im App Store oder weiß der Teufel was. Oder mein Telefon gibt es vielleicht gar nicht mehr, weil das uralt ist. 2016, wie gesagt, ist die Firma pleite gegangen. Oder nicht pleite gegangen, ich weiß nicht, aufgekauft worden. iFi, ich habe mal auf dem Video kann man das dann sehen, wie die Dinge aussehen. Das ist einfach eine Standard WLAN SD-Karte. Und diese ganzen Implementierungen in die Kamera selber, die basieren alle darauf, dass du irgendeine App in irgendeinem App Store für irgendein spezifisches mobiles Betriebssystem kaufst. Ja. Und nicht diesen einfachen Fall, werf Daten dahin, unterstützt. Weißt du, was ich ja krass finde? Ich kann mich noch daran erinnern, also das müsste so in der Zeit gewesen sein, wo wir noch beide bei Microsoft waren, weil da kann ich mich noch an ein Werbevideo erinnern. Was damals so über irgendwie Future Home oder was das war gemacht wurde. Das war da noch, ich glaube Windows XP lief damals noch. Und in dem Video haben sie nämlich genau so eine Spiegelreflexkamera gehabt. Das sind ja Werbevideos gewesen, ne? Also alles so ein bisschen gefaked, wie sowas wie Tablets oder so, Hoods oder so Geschichten. Ne? Aber ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, dass die nämlich da immer rumgerannt sind in dem Video mit einer Kamera, also mit einer richtigen Spiegelreflex und dann immer so cool gezeigt hatten, wie die Bilder instant im Windows XP auftauchen. Und das ist, ne, wie lange sind wir in der Firma nicht mehr? 20 Jahre. Ne? Und wir haben es Stand heute nicht, dass so eine Spiegelreflexkamera einfach mal diese Bilder einfach per WLAN auf einen, was weiß ich, ZIFS-Ordner kopiert oder so. Oder genau, das ist mein Punkt. Ne? Genau das ist mein Punkt. Ja? Das kann von mir aus kann das auch FTP sein. Das ist mir eigentlich völlig egal. Es gibt Standards in der Welt. Und diese Standards, wie man Daten in einem Netzwerk bewegt, die gibt es jetzt wirklich schon echt lange. Wie man es hinkriegen kann, eine Hardware in ein Gerät einzubauen, eine Software dafür zu programmieren und dann alle Standards zu ignorieren und sich zu denken, hey, ich mache jetzt den neuen. Natürlich macht man das nicht, ja, ist ja Quatsch. Man denkt sich das nur. Kein Mensch adaptiert diesen blöden Standard. Weil der ist halt kein Standard. Und es ist halt sehr ärgerlich tatsächlich, ich finde das sehr ärgerlich, dass da Hardware in dem Gerät, in einer nagelneuen Spiegelreflexkamera verbaut ist, die du de facto nicht nutzen kannst, weil der Anwendungsfall, den sich der Kollege Produktmanager oder wer auch immer das verantwortet, gedacht hat, schlicht und ergreifend nicht der ist, dass man Daten damit überträgt, sondern da kriegt man halt ein Instagram-Bild auf sein Telefon, sofern das Telefon
das Betriebssystem noch hat, was von dieser Kamera oder dieser App unterstützt wird. Was halt so gut wie nie der Fall ist. Aber diese SD-Karten an sich, wer die noch hat und wer die, also vielleicht hat ja jemand einen Tipp für so ein Ding, oder vielleicht hat da jemand eine rumhängen, die rumliegen, die er loswerden will, die noch funktioniert. Da bin ich auf jeden Fall interessiert. Es gibt so Wi-Fi-Karten, aber keine Ahnung, die wollen alle wieder auch genau das gleiche in der App haben und da steht dann auch da, du musst irgendwie dies und jenes WLAN beitreten mit deinem Telefon und dann geht das dann irgendwie, das ist alles Quatsch. Eigentlich willst du doch nur der Karte sagen, hey, wenn du ein Foto hast, dann werf's doch dahin. Na, pass mal auf, aus der Zuhörerschaft wird gerade gefragt, was für eine Belohnung es denn gäbe, wenn jemand so eine Karte findet. Ich glaube, da hast du jetzt die Zuhörer angefixt. Ja, vielleicht auch noch die nachträglich den Podcast hören. Ich glaube, da musst du jetzt... muss ich mir eine Belohnung ausdenken. Ja, muss ich mir eine Belohnung ausdenken. Ja, die Dinger gibt es ja nicht mehr. Das ist tatsächlich die Firma 2016 ist die verschütt gegangen. Witzigerweise ist die trotzdem supported von dieser nagelneuen Kamera. Ja, du steckst die Karte rein, dann kommt ein neuer Menüpunkt in der Kamera und dann kannst du diese iFi-Karte an- oder ausschalten. Eigentlich ziemlich lustig. Also grundsätzlich, diese Dinger, die sind wirklich, wirklich praktisch. Und wenn man die halt einsetzt in solchen Umgebungen, und dann hat es tatsächlich bewirkt, dass, ich glaube, meine Frau hat nie ein Kabel an diese Kamera angesteckt und nie irgendeine SD-Karte rein und raus geschoben. Also einfach null mechanische Belastung für das Gerät, außer dann halt die Spiegelreflexmechanik. Genau. So, das war eine Neuigkeit und dann... Dann habe ich noch eine Neuigkeit. Na dann. War ich doch glatt vor 3 Tagen in der Zeitung. Ich gebe dir mal den Artikel. Du warst in der Zeitung? Ich war in der Zeitung, genau. Und zwar ein kleines, namhaftes Blatt namens Süddeutsche. Ja. Ja. Ich glaube, die haben eine ordentliche Auflage. Da gab es einen Artikel über Twitch in Corona-Zeiten. Und jetzt halte ich mal fest, ich werde da quasi in einem Atemzug genannt mit Papa Plate, wenn dir das was sagt. Das ist, glaube ich, Deutschlands größter Twitch-Streamer aus Berlin. Also kann ich jedem auch mal empfehlen, da reinzugucken. Der hat, weiß nicht, glaube fast 1 Million Follower. Und wenn du da reingehst, wenn der streamt, da sind mal knapp 10.000 Leute im Stream. Und genau, da gab es einen Artikel mit einem kleinen Interview, weil ich mache ja meine Vorlesungen. Das hat man dann die letzten Wochen auch schon mal tangiert, nicht? Ich war dann so gezwungen, meine Vorlesungen online zu machen und bin im Rahmen von einem Projekt eben auf Twitch gegangen. Das ist ja nicht schlecht. Sind wir sogar in der Zeitung gelandet, ne? Das und krasse Geschichte, was da so alles passiert. Das war jetzt, wann war der Artikel? 25. Mai, also tatsächlich, es ist ganz kürzlich. Ich werde gerade korrigiert, der zweitgrößte. Ja. Der zweitgrößte? Ja, ich wollte natürlich niemand den. Ich bin da natürlich nicht so bewandert. Ja, als Twitch-Noob und Anfänger habe ich da natürlich keine Ahnung davon. So, hier habe ich den. Ah, okay, da haben wir das. Montana Black ist 4-mal Papa Platte, okay. Also es gibt doch Montana noch. Montana Black, aber der ist Papa nicht schlecht. Also, ich finde Prof. Aheil tatsächlich in dem Kontext als Name doch deutlich irgendwie besser. Nee, passt. Ich kenne die alle nicht, also Disclaimer, ja. Ich habe keine Ahnung, wer da was ist. Ja, genau. Und dann gibt es auf YouTube gibt's noch Gronkh, das habe ich auch die Woche gelernt. Also ich habe auch gemerkt, dass ich komplett hinterher bin bei diesen kompletten Dingen. Ja, also, ja, aber klar, die Kinder hängen dich erst krass, ne, Leute. Also die Kinder hängen euch da echt ab von der Welt. Gronkh habe ich schon mal gehört. Gronkh kenne ich. Das habe ich schon mal gehört. Habe ich nochmal angeguckt, auch die Woche über, wo ich ein bisschen Zeit hatte. Genau, jetzt haben wir es. Platz 1 ist Montana Black, Platz 2 ist Papa Platte und Platz 3 ist Prof. Heil. Nee, nicht wirklich. Und die streamen alle Vorlesungen? Nee. Nee, die streamen Gaming, Real Life und etc. Also komplett andere Dinge. Ach so. Und ich glaube, also ich habe jetzt, also das ist vielleicht auch ganz spannend, ne? Ich habe jetzt innerhalb von diesen 6 bis 8 Wochen, fast schon 10 Wochen, wo wir das machen, sind wir bei 750 Followern, die ich aktuell da habe. Also das ist krass, was da geht. Hätte ich nie erwartet. Ich hätte immer gedacht, ja okay, da gucken halt jetzt vielleicht die 20, 30 Leute zu. Zu einer Peak hatte ich 400 Zuschauer in den Vorlesungen. Ich wurde mal kontaktiert von einem Bekannten, der hat gemeint, du, ein Kunde von mir. Die wissen nicht, dass wir uns kennen, aber der Kunde bei uns hat deine Vorlesung bei uns intern zur Pflicht gemacht. In der Firma irgendwie so, ne?
Lauter solche Geschichten. Aber ich bin ja nicht allein. Also es gibt noch den Professor Krüger, der seine Vorlesungen, der ist von Darmstadt, dass ich jetzt mir nicht falsch erzähle. Der streamt seine Vorlesungen auch und macht abends immer so Live-Coding. Aktuell C++ und OpenGL. Also es gibt einige, die das machen. Die, glaube ich, Hochschule Hof ist das, die machen das auch. Ja, also sind ein paar auf die Plattform aufgesprungen. Ich hatte nur Glück, dass ich halt eben, also letztes Jahr dieses Projekt gestartet hatte und halt wirklich zum 16.03. fertig war. Ne, also ich habe da, ich habe mein Gaming-Overlay genommen da. Das ist ja immer noch da und das habe ich auch beibehalten. Aber ansonsten passt das eigentlich. Ja, also es ist ein deutscher Artikel, gab es da. Ich habe ihn ins Videobild reingelegt. Kann man das bestimmt auch ich hatte, glaube ich, an der Seite auch mal den Podcast erwähnt, aber das hat es nicht ins Interview reingeschafft. Ja, sonst hätten wir den Podcast auch noch verlinkt bekommen. In der. Ja, vielleicht gibt es noch mal ein Interview über, wie man zum Podcasten kommt. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant. Du kennst auch den Tim Pritloff. Mhm. Du kennst ihn sogar persönlich, oder? Ja. Ja, ne? Ich kenne den also von Twitch und so. Nicht, also und ich habe tatsächlich mal. Ja, aber du hast vielleicht mal mit dem geschrieben oder so, oder keine Ahnung. Oder hast du ihn schon mal gesehen, getroffen? Mal so gefragt. Im Rahmen des Kongress-Streamings, also es war so, das ist schon ein bisschen her, 22, 21, 22, 23 C3. Da war ja Fem dafür verantwortlich und da waren wir halt in Berlin und haben das dort gestreamt und da war dann natürlich auch unvermeidbar, den Tim zu treffen. Also kann ich empfehlen, der macht ja Tonnen von Podcasts gefühlt. Ne? Ich weiß nicht, macht der das denn hauptberuflich? Oder? Ich meine schon. Also Metaebene ist, also, ist ja quasi der Oberbegriff darüber und der macht ja wirklich reichlich Content und ist, wie wird gesagt, der Podcast-Papst von Deutschland. Das würde ich jetzt auch so unterstreichen. Ich würde jetzt diesen Begriff einfach übernehmen, weil Podcast-Papst klingt grundsätzlich gut. Tim ohnehin als Discordianer ist Papst. Ja, das wissen ja auch alle. Insofern ist, glaube ich, an der Stelle nicht. Also nur fair zu sagen, ist der Podcast-Papst. Und auch, also Forschergeist ist ein Podcast, den ich mir jetzt aufgeladen habe, quasi vor kurzer Zeit mal, wo ich auch komplett nachhole. Und es ist so schön, wie er momentan, also die letzten Wochen, die letzten vier Wochen auch immer auf Twitter immer wieder so schön bestätigt hat, weil ja viele Medien aktuell auch auf dieses Podcast-Format aufspringen. Und eigentlich, und das ist das Spannende, wenn man den jetzt ein bisschen länger verfolgt hat, also auch was er so erzählt, Im Chaosradio war er früher ja auch, wo er öfters mal dabei war. Und die Dinge, die er erzählt hat, eben was Podcasten angeht, also gerade dieses Zeitsouveräne, ne, so halbe Stunde oder Stunde Podcast, wenn man sowas regelmäßig macht, welche Vorteile das hat. Und das wird ja gerade alles so bestätigt von den Medien, ne? Also auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch zum Beispiel NDR mit dem Corona-Update, mit dem Drosten, die machen ja auch das Format, die machen jetzt da auch quasi wöchentlich ein neues Format auf in den Podcast und da ist ja der Tim komplett bestätigt an der Geschichte, ne? Und ich glaube, die ganze Podcast-Idee, ich weiß nicht, ob das jetzt Tim bestätigt, aber grundsätzlich bestätigt halt das, wofür Tim steht und arbeitet. Ja. Und das ist halt diese Podcast-Idee und die kann ich auch nur unterschreiben. Nicht umsonst jetzt auch hier. Genau, aber ich meine ja das, was er so gesagt hat, die Vorteile, die das halt bringt, ne, etc. Ja. Und was immer so belächelt wurde. Ja. Also wenn man das ein bisschen in den Medien oder auch in den Diskussionen verfolgt hatte. Und das kommt jetzt halt wirklich so, also der war da 10 Jahre locker seiner Zeit voraus vom Gedankengang, finde ich. Ne? Also die Idee und was er da, sag ich mal, vertreten hatte. Genau, im deutschen Raum definitiv. Also kann man schon so sagen. Ich meine, gab's noch mal, ich weiß nicht, ob du Adam Curry kennst? So ein bisschen auch als Vorreiter. Daily Source Code war mal so ein Podcast ganz früher. Nee. Ist vielleicht ganz früher, vielleicht ganz lustig, da mal reinzuhören, kann ich auch mal verlinken. Der macht jetzt ein bisschen so mehr politisches Zeug, deswegen will ich da jetzt nicht weiter darauf wirklich hinweisen, aber der Daily Source Code von damals, wo es auch um Podcasts und Podcasting an sich ging, da hat er ziemlich viel. Also Adam Curry, Daily Source Code. Genau. Hier. curry.com. So sieht eine Webseite aus. Ist doch nicht schlecht, oder? curry.com ist seine Webseite. Und ich meine, ich kann jetzt hier. Das ist auch nicht schlecht. Kannst du hast es nicht im Stream, glaube ich, aber. Da. Jetzt sieht man es genau. Koko Ishibanya. Good smell, good curry. Good smell, good curry. Extra mein Curry-T-Shirt heute angezogen. Hatte jetzt aber nichts mit dem Adam Curry zu tun, das ist mehr oder weniger Zufall. Genau. Ja, also
das blüht natürlich auf. Ne? Und trotzdem, glaube ich, muss nicht jeder einen Podcast haben. Also kann man auch nochmal erzählen, wie wir dazu gekommen sind, weil ich jetzt mal wieder gefragt wurde, wie wir zum Podcasten gekommen sind. Dann hatte ich gesagt, ne, wir haben ja beide schon ewig lang unsere Blogs. Ne? Jetzt in der letzten Zeit bin ich auch wieder nicht dazu gekommen, da was reinzuschreiben, aber das waren für uns immer so die, ich sag mal, die Ideenmüllhalde in Anführungsstrichen. Also ne, alles, was man so hat, blockt man dafür sich rein. Also ich mache es auch für mich ja hauptsächlich, dass ich die Dinge wiederfinde. Also in der Regel, wenn ich nach was google, dann ist der zweite, dritte oder erste Treffer manchmal auch mein eigener Artikel im Blog, ne, wie irgendwas ging. Mhm. Und genau, da wollte ich auch das Theme mal noch updaten. Ne? Das war ja auch nur notwendig mal hingezimmert vor kurzem. Und dann hatte ich irgendwann mal getwittert, ne, so, ah ja, da müssen auch mal manche, es fehlt halt manchmal über so Themen zu quatschen. Also gerade ne, nach der Uni raus und die ganzen Kumpels machen irgendwas und alle werden so super seriös und dann wirst du auch noch Professor und dann so Fliege und Krawatte an und so und dann darfst du auch nicht mehr so ein... Willst du sagen, wir sind hier nicht seriös? Ja, doch, total. Aber so dieses Nerd-Ding möchtest du auch nicht ablegen. Ne? Und nee. Dann haben wir so gemeint, na, musst du halt Professor machen. Aber übrigens glaube ich, dass ich bei den Studenten ganz gut ankomme mit dieser Nerd-Haltung. Also ich gehe da auch hin in die Hochschule mit Hemd und so. Ja, also schon ordentlich. Aber ich glaube, wo ich bei denen echt punkten kann, ist, dass ich das Zeug kann. Also meistens zumindest. Ne? Also Technologie, technisch. Ne? Naja, das zeichnet das halt aus, nicht wahr? Ich meine, man macht halt, was man mag und dann kommt irgendwie das eine zum anderen und man hat dann sozusagen die Möglichkeiten, auch sich ein bisschen weiter auszubreiten. Und da muss ich ja mal Schleichwerbung einspeisen. Also wer sich jetzt gerade so auch an den aktuell überlegt, studieren und so. Wir haben es in Heilbronn im Studiengang, also allgemein in der Informatik, wir haben ja drei Studiengänge, ne? Medizinische Informatik mit der Universität in Heidelberg zusammen, dann haben wir angewandte Informatik, ich bin ja eigentlich im Software Engineering, wir haben einen eigenen Studiengang dafür, ne? Also einen Master und einen Bachelor und in dem Bachelor mache ich eigentlich die Kern-Software Engineering Vorlesungen und da kommt jetzt nächstes Semester DevOps dazu, wir machen im Master Cloud Computing, DevSecOps mache ich da als Vorlesung, also dieser Hot Shit nennen wir das. Und wir haben es geschafft, hier im März innerhalb einer Woche fast 80% unserer Vorlesungen auf online umzustellen. Mhm. Selbst Mathematik, die Kollegin, die Mathe macht, macht das an so einem elektronischen Whiteboard, ne, wo sie quasi, glaube ich, auf Papier schreibt und das wird dann digital präsentiert. Mhm. Und auch die Kollegen, die dann nicht so bewandert waren, die haben sich Lösungen gesucht, wie sie mit irgendwelchen Screen-Sharing-Tools was machen können. Ne? Und im Notfall gibt es dann halt am Ende eine vertonte PowerPoint. Aber wir haben es echt geschafft, dann alles irgendwie ins Netz zu bringen. Und das passt. Ah, übrigens, guck mal, da habe ich einen Follower von gestern, ein ganz neuer, der hat gerade die letzte Podcast-Folge reingehört und kommt jetzt auch gerade bei uns rein. Also sehr, sehr schön. Ja, also das waren so die Sachen, die wir da machen. Es gibt übrigens bald einen neuen Webseitenauftritt. Und da wollte ich ja auch noch eine Neuigkeit erzählen, wenn das für dich okay ist. Und zwar, natürlich. Da kannst du mal in der URL oben eingeben, prof.aheil.de. Die komplette Adresse oder wie? Die komplette Adresse. Kannst du selber? Kann ich ja. Mann, das ist derselbe Rechner. Hau rein. Das ist der, wir arbeiten, also ne, machst du dir prof.aheil. Habe ich nämlich gleich für die Studis auch gemacht und für mich auch, wenn ich auf meine Seite will. Ja, also so ein Forwarding. Und da kommst du bei mir so auf die Seite raus. Und dann habe ich mir überlegt, wir haben ja aktuell immer so alles intern und ich habe aktuell auch über Twitter öfter so Diskussionen über E-Learning und wie man die Informationen offenlegt. Und ich habe jetzt wirklich angefangen, meine erste Vorlesung, die basiert auf einem Buch. Wenn du das nicht kennst, ich kann es dir echt empfehlen. Und zwar ist das Operating Systems 3 Easy Pieces und das ist von einem Dozenten in den USA, der hat länger seine Vorlesung gehalten, war über alle Betriebssystembücher, also die sind alle sehr gut, ja. Also ohne zu fragen, die Standardwerke, die man da kennt, Tannenbaum und was es da alles gibt, ne, die sind super gut, aber für ihn, für den Unterricht, er wollte was anderes. Ein H1 geschrieben, das ist eben dieses OSTEP-Buch und er hat das Open Source-Buch veröffentlicht. Also die PDFs sind da bei dem komplett frei zugänglich und das ist auch vom Einarbeiten und vom Erklärt ist super, also sehr praktisch, ne, erklärt. Also und genau
das Buch nehme ich dann für meine Vorlesung aktuell und die baue ich gerade auch auf. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich, weil das natürlich jetzt im Stream immer ganz oft gefragt wurde, können wir die Folien haben? Und bisher hatte ich die Folien halt immer bei uns intern abgeschirmt, wie das halt bei uns üblich ist. Und dann dachte ich, jetzt mach's mal hier so, gehst in diese Richtung Open Source und habe gesagt, okay, alle Folien, die ich mache, weil ich eh nur, also auf die Lizenzen bei Grafiken achte, also entweder ist es Public Domain oder eben ich kaufe das wirklich, also ich schmeiß Geld dann rein, dass ich das verwenden darf, oder ich hole mir die Rechte, dass ich es verwenden darf, die Grafiken, also ich frage zum Beispiel auch nach, ob ich das für die Folien verwenden darf und stelle die aktuell dann immer unter die Creative Commons 4.0, einfach unter, also CC BY 4.0 nehme ich dann immer. Ich klicke hier mal so ein bisschen rum, draufklicken, ne? Genau. Erzähl du mal weiter. Genau, und dann klickst du auf die Folien und dann siehst du, ah, Fuck, jetzt hast du natürlich gerade erwischt, wo irgendwas im Namen nicht stimmt. Aber Prozess. Eine andere, genau. Also jetzt siehst du oben auch, die liegen bei mir so in einem CDN. Und das haben wir auch in einem Livestream mit den Studenten mal zusammengehackt. Mhm. Und zwar, jetzt weiß der mein komplettes Setup. Ich habe dieses Ansible, was bei mir alles auf den Server deployed. Und dann haben wir was Kleines gebaut, was mir ein Nginx-Server, das war so ein bisschen die Idee, was wir auch im Podcast gemacht haben, dass mir so ein Nginx-Server deployed. Mhm. Auf meinem Server. Der hat nichts anderes als einen Ordner, den kannst du nicht browsen, da liegen nur Dateien drin. Ja, das ist, also mehr macht er nicht. Der ist auch komplett abgeschottet ansonsten. Und dann gibt es eben einen Ordner, da liegen die Dateien drin, mein CDN. Und dann habe ich noch einen anderen Container, auf dem läuft eben ein Resilio. Ne? Mhm. Und das Resilio synkt genau in diesen CDN. Ich denke mal, wir haben das, oder du hast das ähnlich für den Podcast ja auch aufgesetzt. Ne? Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich dann so eine Folie fertig oder jetzt geupdatet habe oder die, wo jetzt nicht geht, muss ich den Link nochmal korrigieren, dann werfe ich die neueste Version einfach bei mir lokal auf dem Rechner in den Ordner rein. Mhm. Also ungefähr 2 Sekunden später ist das auf dem CDN und auf der Hochschulseite auch schon verlinkt. Wie geil ist denn das? Ja, also ich glaube, und vor allem, also wir verwenden da halt ein CMS-System an der Hochschule, also keine plain HTML-Seiten. Das heißt, da die Links zu editieren, das ist halt, sag ich mal, eher mehr aufwendig als weniger aufwendig. Mhm. Und dann habe ich mir genau sowas zusammengebastelt. Wie gesagt, die Hälfte war dann im Stream und die Hälfte war dann so nachmittags. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel, was ich dann auch in den Vorlesungen nehmen kann, wo ich sage, guck mal, also das komplette Setup ist auch voll automatisch. Ne? Wir haben es ja immer, ich wurde gestern auch gefragt, wie das ist, also hobbytechnisch, sag ich, ne? Ich mache die Sachen schon gern und ich finde das auch geil, da die Hardware zu haben und daran rumzubasteln, aber trotzdem Kinder und Family und rausgehen und ich bin jetzt auch unter die Großgrundbesitzer gegangen und hab mir so eine Obstwiese angelegt. Ah, das also klingt mit nach Schnaps. Apfelbäumen drauf, ne? Nee, nur Essobst. Ach so. Und da fahren wir später auch noch hin und ich will die Sachen ja so machen und bei dir ist es ja ähnlich, dass die einfach funktionieren. Ich will dann da nie mehr Zeit damit verschwenden. Das ist nicht das Hobby, dass das geht. Genau, das Hobby ist das einmal zu bauen, so ist es. Ja, und sich dann dessen zu erfreuen. Also habe ich jetzt auch die Tage über, weil wir haben ja immer über das Thema Backup gesprochen und dann habe ich mich jetzt echt mal zusammen, ich habe ja die NAS mal aufgerüstet auf diese Synology, wo ich ja kurz vor der Krise da noch glücklicherweise Festplatten reingeworfen hatte. Ja, ich weiß ja nicht, was Platten inzwischen kosten, aber da habe ich 100 Euro für 4 Terabyte. Habe ich gestern erst eine neue bestellt, weil eine kaputt gegangen dann, ist. Dann haben wir da nur jetzt die 10%, die es hochgegangen ist, dann geht das ja. Und auf jeden Fall hatte ich mir da auch nochmal ein paar Terabyte, 8 Terabyte, glaube ich, nachgelegt. Bin ich echt froh, weil ich habe jetzt echt ein paar 100 Gigabyte an Stream-Aufzeichnungen, die ich da gemacht habe. Ich hebe mir da diese MKV-Datei noch immer auf. Schön. Und dann dachte ich auch jetzt wird es mal Zeit, so das zu backuppen. Ne? Und jetzt habe ich auch ein Skript gebaut, was mir quasi also muss ich so vorstellen, die Provisionierung bei mir auf dem Server funktioniert, da sind 2 Ordner. Das eine ist der Applikationsordner, da werden alle Container rein installiert, also alle Skripte hochgeladen und da laufen die Compose-Dateien drin, da werden die Container gebaut etc. Das ist aber alles, das kommt von Seiten meiner Skripte aus dem Repository auf GitHub. Ja? Also das wird runtergeladen, das wird provisioniert, das kann ich jederzeit löschen. Und dann habe ich einen Ordner, einen Serverordner, da liegen halt die ganzen Verzeichnisse drin, ne? Wie eben diese Folien und andere Dateien, die erzeugt werden. Und den Ordner backup ich jetzt täglich einmal. Das sind aktuell 9 Gigabyte, die da jeden Tag getart und gezippt werden. Und danach werden die wieder in so einen anderen Resilio-Ordner reinkopiert. Ne? Mhm. Und ein paar Minuten später habe ich die dann, Achtung, daheim auf meiner NAS. Ja? Und der nächste Schritt ist noch, dass eben genau die Ordner jetzt noch einmal am Tag oder das komplette Verzeichnis am Tag auf die zweite NAS kopiert wird. Ja, dann habe ich auf 3 Servern die Daten liegen und bin da safe an der Stelle. Mhm.
Und also das war nochmal so das, was ich war gerade schon, also tatsächlich habe ich mir gerade eine Frage noch gemerkt, weil du hast erklärt, dass du das auf cdn.aheil.de gelegt hast. Ja, ja. Und eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben tatsächlich ist, wir haben noch keine Ausfallsicherheit hergestellt bei unserem Podcast CDN und das würde ich gerne demnächst mal mit dir tun und vielleicht könnten wir das auch in der Folge machen und vielleicht hilft das auch deinen Studenten, weil CDN heißt ja Content Delivery Network und das bedeutet eigentlich für mich, da gibt es mehr als einen, der das Zeug dann ausliefern kann. Und wenn du nur einen hast, dann hast du nur so ein halbes Content Delivery Network. Mein Vorschlag wäre, einfach zwei Server zu nehmen und dann ist ja die Aufgabe, wie macht man denn dann das Routing? Wie kommt denn dann der Kunde mal zu dem einen, mal zu dem anderen? Da gibt es ja mehrere Optionen. Ich weiß nicht, ob dir direkt einer einfällt, die einfachste. Du meinst, auf die verschiedenen Server zu routen? Genau, wenn du einen, du hast eine URL, cdn.ahl.de, wie kriegst du da zwei Server dahinter? Einfachste Lösung? Load Balancer erstmal. Ne? So. Nee, geht doch einfacher. Also du kannst ein bisschen ein Load Balancing machen, das ist auch Load Balancing. Die einfachste Lösung. Also quasi mit einem Load Balancer oder mit einem Reverse Proxy würde ich es machen, ne? Irgendwas so zusammenbasteln. Jetzt das ist noch schon die kompliziertere, einfacher ist zwei DNS-Einträge. Ah, okay. Das ist dann zufällig auch okay. Ja, genau. Du hast dann 50-50 Verteilung auf die auf die zwei sozusagen Server dahinter und dann gib ihm. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und am DNS, du kannst das theoretisch für unser Hobbyprojekt, reicht das wahrscheinlich sogar voll, das am DNS zu machen, dass man dann quasi den Eintrag, ob der aktiv ist oder nicht, abhängig davon macht, ob ein Server up ist oder nicht oder healthy ist oder nicht. Das aber aus dem Punkt, weil du sagst, für unser Hobbyprojekt, also ich kann das echt jedem empfehlen, versucht, also gerade was die IT angeht. Ich hatte das letztes Jahr in einem Gastvortrag, haben wir das ein bisschen diskutiert, dass er heute zum Beispiel, wenn du programmieren oder wenn du Programmierer wirst, ne, also dieses typische Algorithmen programmieren und Code schreiben, das ist ja nicht mehr das, was du, also finde ich, ne, was du machst, sondern du hast ja unheimlich viel Richtung Sachen zusammenstöpseln, ne? Framework zusammenstöpseln, Infrastruktur, Infrastructure as a Code. Und da sage ich, Leute, beschäftigt euch bitte damit. Deswegen mache ich das auch in den Vorlesungen und Übungen. Ne? Die müssen bei mir Docker-Container bauen, die müssen Server aufsetzen, weil das macht Stand heute das Größte aus. Und wer da nicht hinterher ist, ne, den überrennt ja die Technologie. Und da muss ich echt sagen, was ich gelernt habe, seit wir mit dem Podcast angefangen haben, was Infrastruktur angeht, ja, das habe ich in 8 Jahren in meinem vorherigen Job nicht gelernt, weil das Krasse ist, da hast du halt immer Leute gehabt, die das machen. Weißt du, da hast du jemanden im Betrieb gehabt, da hast du ein Rechenzentrum gehabt, da durfst du ja auch nicht rein und ran, ja. Da hast du ja in der Rolle, durfst du da gar nicht durch die Tür durch und nicht auf den Server durch, was ja alles berechtigt ist in einem Betrieb, ja. Und da fehlt dir aber auch die Motivation. Aber gerade, also überlegt euch so Projekte, wo ihr sowas zusammenstöpselt und macht das. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gesagt, noch bei einem anderen Streamer, wo ich gemeint habe, der schreibt gerade auf, also der Tutor Exodus ist das auf Twitch, der studiert gerade, macht glaube ich seinen, dass ich das jetzt mal nicht falsch sage, seinen Master und schreibt gerade einen Chatbot in Python oder einen Bot in Python. Und ich verwende ja, das hat ja vorhin auch einen den Hörer aus dem Chat gehauen, ich verwende ja aktuell den Nightbot. Und mit dem kann ich halt im Discord, und also der hat ein Discord-Plugin und ein Twitch-Plugin, da kannst du eben so Kommandos eingeben. Ich mache das hier im Chat, ne, sowas wie, was weiß ich, den Zeitungsartikel, und da kommen, macht er halt irgendwelche Dinge. Und der bannt halt auch die Leute. Und da wollte ich meinen eigenen schreiben. Mhm. Ja? Und da habe ich auch gedacht, also im Prinzip ist so, das Schreiben von dem Ding, das ist eine Sache. Das ist viel Doku-Wälzen, das zusammen zu programmieren und zusammenzuhacken. Das machen wir auch irgendwann mal live, also wenn ich da in den Live-Codings drin sitze. Mhm. Und was viel Spannendes aber, und das will ich einfach rein aufbauen, das Ding wird programmiert, dann wird es gebaut, dann wird es in Container gepackt, also dann wird ein Image gebaut, das Image wird auf Docker Hub hochgeladen und dann wird ein Skript deployed auf dem Server und dieser Bot muss dann instant auf meinem Server laufen. Ja, das ist so diese Toolchain und das aufzubauen, das ist eigentlich das coole Stand heute, weil das ging vor 10 Jahren so nicht. Ne? Da hast du dir einen abgebrochen, wenn du ins Rechenzentrum musstest, einen USB-Stick reinstecken, um was rüber zu kopieren. Ja. Und heute, also wenn ihr das gemacht habt da draußen, ne? das ist also ich kann mich noch erinnern, wo ich früher in Cambridge war, wo wir wirklich, also das war, du kennst das noch, im Untergeschoss damals, im alten Büro, da war das Rechenzentrum, das war so ein, sag ich mal, so ein 100 Quadratmeter Raum, wo die Maschinen drin standen. Und da hat man rein müssen, da hat man mit jemandem von der IT rein müssen, da ist der Kollege, der Erik damals, ist da immer rein mit dem USB-Stick, um die Windows-Server zu upgraden, ja. Also
so Stick reinstecken und so Dinge. Und immerhin das keine Diskette, wie lange ich noch Diskettenlaufwerke hatte per USB, damit die Dinger booten. Ja, und das ist halt, das hat sich so krass geändert und das ist halt willkommen in der Zukunft. Und wenn wir heute jammern, dass was nicht geht, dann ist es so Jammern auf so unheimlich hohem Niveau, wenn man vergisst, wie das vor 10 oder 15 Jahren war. Ne? Ja. Oder, also ich meine, ich weiß auch noch vor 20 Jahren in der Universität, da haben wir, um einen Server aufzubauen, das war damals auch noch bei dem Microsoft-Job in Karlsruhe, weil ich noch, sind wir damals ins Mikrobit im Rechenzentrum rein und haben da einen alten PC reingeschleift, also so ein Tower-Gehäuse mit einer Platte drin, ja. Und das haben wir dann da auf so einen wackeligen Tisch gestellt und ans Netz angeschlossen und so einen Röhrenmonitor rangebaut, dass du überhaupt irgendwas drauf machen kannst. Ne? Ich versuche gerade das Foto von dem Gebäude hier zu finden. Ich aber das alte, ne? Die haben ja neu gebaut in Cambridge, das sieht neu vor aus. Ein paar Jahren. Die haben komplett neu gebaut, Nähe des Bahnhofs, also sehr cool. Das Lab, die alten Fotos muss man tatsächlich mal raus. Da kannst du suchen nach Roger Needham Building, war das. Cambridge und Roger Needham Building, genau. Ja, genau, das ist das Gebäude. Vielleicht, ja, das sind die Gebäude. Dum, dum, dum. Ja, das genau, ist, das, es, das ja, ist genau. Und da waren wir früher drin, also rechts hinten, da hatte ich dann mein Büro. Da saß man drin, war eine unheimlich schöne Zeit. Ja. An der Stelle. Also, falls einer das verfolgen will, wo das in Cambridge ist, ich kann das ja auch in die. Ja, ist, links sind, glaube ich, von dem Gebäude die Whittle Labs, da werden ja so Turbinen hergestellt, also Flugzeugturbinen. Und rechts davon ist nochmal ein Gebäude, wo das Geile ist, hier drüben, da hinten war Broadcom und da wurden die ARM-Chips gebaut. Ah, das wurden das entwickelt. Auch genau, das ist auch in Cambridge. Ich glaube auch irgendwo da in der Nähe ist Frontier Development. Auf jeden Fall sind die in Cambridge. Das sind die, die ja aktuell auch dieses Elite Dangerous programmieren. Ja, genau. Die sind auch in Cambridge. Ne? Und ich dachte auch, die waren da irgendwo in der Nähe von der Ecke. Also, da gibt es unheimlich viele, viele coole Firmen da. Genau. Aber, so, genau. Ja, das so ein bisschen zu meinem Side-Project. Da sind wir jetzt auch ein bisschen abgeschweift. Was gab es denn bei, ich bekomme da noch ein Feedback, ne, weil ich gerade gesagt habe, Algorithmen etc., genau, aber Algorithmen sollten nicht vergessen werden und das stimmt auch. Also zum Beispiel ist das so eine Sache, was ich gerade aktuell freitags immer so ein bisschen im Live-Coding mache. Vielleicht nochmal oben diese, ich werde da immer gefragt im Coding, warum ich das mache und was das bringt. Ja. Ich habe mir was rausgesucht, wo ich mir echt gerade die Zähne zerbeiße und die da im Coding dabei sitzen, die sehen das auch, wie ich da regelmäßig verzweifle und in Schweißausbrüchen ende. Ne? Und zwar habe ich gesagt, in der Vorlesung hatte ich den Linux Fair Scheduler genannt, in der Betriebssystemvorlesung eben, weil er auch in dem Buch genannt wird. Und die haben so einen unheimlich tollen Hinweis in dem Buch, ne? Der verwendet Rot-Schwarz-Bäume, der Scheduler. Mhm. Weil Google hat ja mal so ein bisschen gerechnet und gesagt, also mehr als 5% oder um die 5% CPU-Cycles gehen auf das Scheduling drauf und das ist ein Haufen Holz. Ja? Mhm. Also wenn ich mir so ein Rechenzentrum vorstelle und 5% nur, um andere Prozesse zu schalten. Ja klar, die Zahlen, die bei Google und, skaliert alles. 5% ist extrem viel für Google. Ja. Und wenn man sich dann mal überlegt, was es eigentlich bedeutet, also woher kommt das? Ne? Ich habe einen Rechner, da laufen vielleicht 1000 Prozesse drauf, dann werden die alle paar Millisekunden geswitcht. Ne? Und jetzt musst du den Prozess finden, den du anstarten möchtest. Mhm. Und das kann man sich ja vorstellen, ne? Die liegen alle in einer Liste drin, also in einer linearen Liste. Das heißt, wenn jetzt der Prozess, den ich möchte, ganz hinten liegt, ne? Und ich habe 1000 Prozesse, dann muss ich 1000 Mal, also 1000 Elemente in der Liste angucken. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist halt eine geilere Datenstruktur dafür, das sind halt genau diese Rot-Schwarz-Bäume, weil da diese Zugriffe alle in Log-N funktionieren. Ne? Und das ist somit das Beste, was wir, glaube ich, Stand heute in der Informatik erreichen können, bis wir beim Quantencomputing sind. Und deswegen wurden diese Rot-Schwarz-Bäume da reingebaut. Und jetzt kommt der Punkt, ne, und das ist das erzählt dir nie jemand in der Uni oder in der Hochschule, ne? Dass diese Datenstruktur, die du in Algorithmen und Datenstrukturen lernst, ganz theoretisch auf Papier, ja, wie man da das Ding rotiert und schwarz und rot färbt, ich weiß das nicht, bringt ja keiner nie, bei. Ich hab nie was auf Papier gelernt. So. Und ja, pass auf. Auf Papier, wir gucken uns da momentan immer die Videos an im Stream. Ja. Und auf Papier ist es tatsächlich so, dieses Rotieren von den Bäumen und das Umfärben, das ist ja einfach, weil du sagst, na okay, wenn oben drüber die gleiche Anzahl schwarzer Knoten sind, ja, dann musst du das irgendwie umfärben und rotieren. Also läuft. Das Problem ist nur, wenn du diesen Algorithmus programmieren möchtest und den eben in diesen in Log-N programmieren möchtest, dann darfst du halt so einen Baum, genau da hast du das Beispiel, ja nicht immer bis oben durchlaufen, weil dann ne? Das ist aber das, was du intuitiv machen müsstest. Das heißt, du musst jetzt überlegen, wie programmierst du das Ding,
dass das alles funktioniert und zwar mit dem Aufwand und dass auch all diese, diese Bedingungen da erfüllt sind. Und das probiere ich da halt gerade auch herzuleiten. Ne? Und du merkst, wie unheimlich schwierig sowas ist. Und ich glaube, man hat das, also solche Dinge immer erst verstanden, wenn man die mal programmiert hat. Und das vergisst man ganz oft, weil ich hatte auch schon mal so eine Theorievorlesung und da habe ich dann auch gesagt, wenn ich den Algorithmen vorgestellt hatte, habe ich gesagt, guck mal, da ist das Originalpaper. Und das ist ja nicht so, dass die Menschen, die in den 60ern oder 70ern solche Ideen hatten von solchen Algorithmen, die standen ja morgens nicht unter der Dusche und haben gedacht, boah, so mache ich jetzt den Sortieralgorithmus. Ne? Ja. Sondern die haben da was probiert, die haben da wahrscheinlich Wochen oder Monate lang dran programmiert, bis das funktioniert hat. Und irgendwann am Ende haben die ein Paper, so ein 2-Seiten-Paper zusammengetippt, damals noch auf der Schreibmaschine. Und haben das irgendwo veröffentlicht, ja. Und wenn man das Paper liest, dann denkt man immer so, oh, das ist ja so genial. Aber nee, die haben richtig lang daran gearbeitet. Und dieser Weg an so einen Algorithmus, ne, das ist halt dann eher so das Problem. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn du den Code liest oder halt Code verwendest von so Algorithmen, dann verstehst du immer noch nicht den Algorithmus. Also ich finde immer, du musst das wirklich mal durchprogrammieren und dich da durchkämpfen, weil irgendwo auf diesem Weg, na, da macht das so Klick. Ja, du musst einmal das im Kopf aufgebaut haben. Du musst das nicht nur hingeschrieben haben, du musst das im Kopf einmal aufgebaut haben, sonst kriegst du das nicht hin. Also ich habe es nicht anders verstanden können. Tatsächlich, hier wird auch der Sedgwick erwähnt. Das ist ja das Standardwerk für Algorithmen. Vierte. Ist das die letzte? Ja, scheint so. Ich habe auch noch einen Zusatz. Übrigens, erster Zusatz. Du hast ja jetzt Schwarzhöhe gesagt. Stimmt. Ich hatte ganz vergessen, dass es das Wort gibt. Bei mir ist sofort eine Assoziation passiert, und zwar Schwarzweite. Kennst du Schwarzweite? Nein. Es ist in Elder Scrolls ein Ort. Wie heißt denn der auf Englisch? Ich spiele das ja nur auf... Ah, wie heißt der auf Englisch? Der heißt auf... gute Frage. Blackreach. Blackreach. Ah, du weißt so was, da war... Kann doch sein, dass ich da noch nie war in Blackreach? Das kann sein. Weil ich spiele es halt zum du müsstest eigentlich, Twitch. Du müsstest eigentlich da schon mal gewesen sein. Tatsächlich ist, in der Hauptquest ist es nicht drin. Es ist in einer späteren Seitenquest. Ja, dann, weil ich hatte es auf der Xbox, hatte ich es da mal aufgehört. Also wenn du nachher Seitenquest Pilze sammeln und so, da musst du diese komischen blauen Nirnwürz oder so sammeln und dann gibt es die da. Ja, okay. Und ich habe es jetzt vor ein paar Wochen wieder auf der Twitch angefangen. Ja. Und hab mir jetzt gerade mal wieder Priesenheim da gekauft. Bin ich gerade dabei. Skyrim, also okay. Für alle, alle, die da immer denken, dass Profs so langweilig sind, nee, da kommt komplett der. Da kommt der komplett der Dings der durch, der Nerd durch. Ich habe auch gestern mal durchgerechnet, Elite habe ich über 1300 Stunden schon versenkt. Oh, ja. Krass. Das sind mehr als 7 echte Lebenswochen, also volle Wochen, ne? Also das ist wirklich krass. So viel habe ich noch nicht in Skyrim investiert. So, aber du hast Algorithmen. Du sprichst über Betriebssysteme. Ich finde das total cool, dass du über Betriebssysteme sprichst. Hier, da war deine Vorlesung. So, da möchte ich was ergänzen. Und zwar, was auf die Betriebssysteme aufspringt oder dann quasi auf Betriebssystemen läuft und auch wichtig ist, du hast jetzt hier Speicherverwaltung, Threads. Was hier fehlt in der Liste, ist, das ist bestimmt bei Speicherverwaltung dabei, das weiß ich nicht, Massenspeicher. Kommt im Prinzip noch mit I.O. Okay. Also der letzte Block, den muss ich jetzt die Woche noch vorbereiten, okay, dann ist I.O. Also die Folien entstehen ja gerade on the fly. Da möchte ich einen Tipp geben, der mir unglaublich geholfen hat und das genau dieses Spirit lebt, von dem du gerade sprichst, nämlich dieses selber machen. Ja. Und zwar gibt es ein Dateisystem, das ist nicht besonders erfolgreich gewesen, das B-File-System von BOS. BOS kennst du bestimmt. Und der Mensch, der das gebaut hat, der Dominic Giampaolo, der hat das komplett dokumentiert. Da gibt es ein Buch. Der hat ein Buch geschrieben, welche Gedanken er sich gemacht hat, als er ein Dateisystem geschrieben hat und wie er das organisiert hat. Und dieses Buch gibt es einfach zum Runterladen, auch verlinkt in der Wikipedia. Practical File System Design heißt das. Mhm. Und das funktioniert auch so. 247 Seiten. Und das ist... Ich kann das nur wärmstens empfehlen für Studenten, die sich sowas angucken und vielleicht auch für Professoren, die sich sowas angucken, das Ding mal anzugucken, weil das tatsächlich in dem, was dem Dateisystemdesign an sich oder diesen Massenspeicherverwaltung zugrunde liegt,
Ja. Das musst du, das muss man fast, aus meiner Sicht muss man das mal angeschaut haben. Und ich habe tatsächlich Dateisystem geschrieben auf Basis von, oder mit vielem aus dem Buch, nicht kopiert, sondern mit vielen sozusagen Gedankenprozessen, die ich für mein Dateisystem da gemacht habe. Sehr cool. Also den Link habe ich, ist übrigens wieder super, ne? Ich habe mir den Link jetzt aus dieser Maschine da rauskopiert, aus dem VNC-Server da rauskopiert. Ja. Ist super, ne? Also man muss aber dran denken, dass ich ja auch in der Maschine was machen kann. Ich habe mir mal einen Task erstellt, das Ding da lesen. Du hast gemeint, das sind nur 200 Seiten. Das ist ganz schnell durchgelesen tatsächlich. Also ja, das genau. Dauert nicht elend lange. Ich hätte auch noch eine Implementierung eines Mini-Dateisystems, weil das kann man mit Linux ja so schön machen. Die ich selber mal gemacht habe. Ja, ja. Das hatte ich ja vor. Also ich hatte ja eigentlich in dem Semester tatsächlich vor, eine Handvoll Raspberries für die Gruppen dann zu besorgen und dass wir hands-on mal so ein paar Sachen drauf programmieren. Das ist natürlich alles jetzt ins Wasser mehr oder weniger gefallen. Ein bisschen scrollen hier. Ich habe einen hier. Und zwar habe ich ein Dateisystem mal programmiert. In Python. Das ist Fuse. Kennst du Fuse? Ja. Also ja, ist quasi ja, hab ich auf dem Mac installiert. Genau, also für die es nicht wissen, man hat ja so Dateisysteme, verschiedene Systeme, wie Daten auf sozusagen so Blockspeichern abgelegt sind. Und da gibt es Fuse, es ist ein Modul-Stecksystem sozusagen für zum Beispiel Linux oder Mac gibt es das auch und ich glaube mittlerweile auch für Windows, keine Ahnung. Das erlaubt einem, ohne dass man irgendwie Treiberprogrammierung machen muss und irgendwelche großartigen sozusagen Systemabstürze verursachen kann, erlaubt es einem als normaler Benutzer auf einem Rechner, Dateisysteme selber zu programmieren. Also Sachen zu programmieren, die sich so verhalten wie Dateisysteme. Okay. Und ich habe das tatsächlich hier getan. Ich habe ein Dateisystem, so ein Fuse-Modul programmiert, in Python in dem Fall. Und sind dir Key-Value-Datenbanken ein Begriff? Natürlich. Also es ist einfach eine Datenbank, die kann ganz viele Sachen, aber hauptsächlich, wofür man sie nutzt, ist, man kann einen Schlüssel sich ausdenken, eine Zeichenfolge, und dann kann man hinter den Schlüssel einen Wert legen. Das kann ein Wort, eine Zahl, das kann aber auch Binärdaten sein. Irgendwas. Und man kann dann einfach das dann so ablegen und wieder abrufen mit dem Schlüssel. Das war's. Mehr machen die Dinger im Grunde erstmal nicht. So der einfachste Zustand. So S3 ist so ein Beispiel für sowas. Das ist so ein Speicher, den AWS. Da ist ein großer Teil der Welt irgendwie drauf programmiert mittlerweile auf diesem Standard. Und gibt es eben eine Datenbank, die nennt sich RIAC. Die macht das auch. Die ist auch Open Source. Kann man runterladen, kann man installieren. Und dann läuft dann so eine Key-Value-Datenbank bei einem. Und dann kann man die von außen über Netzwerk anprogrammieren. Und was ich jetzt programmiert habe, ist ein Dateisystem, was sich über eine existierende Ordnerstruktur drüber legt. Und immer wenn du eine Datei irgendwie änderst oder anfasst oder irgendwas damit machst, dann nimmt er die Datei und schiebt sie vom lokalen Dateisystem, von der Festplatte, die drunter liegt, in so einen Key-Value-Store. Okay. In so eine Datenbank rein. Und das nächste Mal, wenn du sie versuchst zu lesen, holt er sie aus dem Key-Value-Store. Okay. Das heißt, was das tut, ist, das migriert sozusagen schön sanft alles, was du lokal hast, in so einen Key-Value-Store. Ja, ja, okay. Und das habe ich damals, ich habe es hier beschrieben auf der Seite, die werde ich auch gleich damit in die Shownotes packen. Das ist einfach nur ein Skript, der dafür benutzt wurde, größere Mengen von Bildern aus einer Ordnerstruktur in einen so einen Key-Value-Store zu packen. Weil, das wirst du ja wissen, so ein Dateisystem hat eine Grenze irgendwann. Da ist irgendwann, du kannst eine bestimmte Menge von Sachen nur adressieren in so einem Dateisystem. Ja, ja, ist ja wie bei jedem Speicher. Das kommt ja noch, das kommt ja in den nächsten paar Wochen noch, wenn wir das machen, eine Adressierung wahrscheinlich von Massenspeichern. Genau, da gibt es einfach eine Grenze. Und wenn man aber diese Adressierung nur über solche Zeichenketten macht, dann ist ja quasi die Adressraum, wie lang die Zeichenkette sein kann und wie viel quasi Versionen oder wie viele verschiedene Zeichen man da unterbringen kann. Also, und du hast ja diesen Listbefehl sozusagen nie so wirklich. Das heißt, eigentlich ist deine Ordnerstruktur schön flach. Ist eine ganz flache Liste von Zeug. Sehr cool. Und das Problem, was wir hatten, war tatsächlich, wir hatten ganz viele Bilder, Milliarden von Bilderdateien in einer Ordnerstruktur und das Dateisystem. Da war noch Platz, Festplattenplatz, Speicherplatz frei, aber das Dateisystem hatte keine
keine quasi Knoten mehr frei, um diese Dateinamen zu speichern. Zu adressieren, okay. Mhm. Also Adressierung ist jetzt ausgelaufen und deswegen habe ich dieses Overlay-Dateisystem damals programmiert in so einer Fingerübung, weil ich es auch mal machen wollte, so ein Ding unter Linux zu bauen, was diese Migration in diesen Key-Value-Store macht und dann sich so präsentiert, wie als wäre es so ein echtes Dateisystem. Okay. Und das Ding kann zwar sowas wie so eine Dateiliste in einem Verzeichnis machen, aber das brauchten wir gar nicht in unserem Use Case. Waren die Bilder, die da liegen, waren ja für Webseiten, die waren immer direkt angesprochen. Da wusste niemals jemand irgendeinen LS, also einen List von der Directory machen. Und deswegen war das okay, dass das langsam war. Aber der Zugriff auf diese Bilder, der ging dann quasi unendlich. Da konnte man unendlich viele Bilder dann reinspeichern. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so ein Dateisystem. Und warum erkläre ich das? Wenn man wissen will, wie so ein Dateisystem innen drin funktioniert, dann ist tatsächlich dieser Quelltext sowas von frappierend blöd simpel. Weil da gibt es nämlich nur die Funktion, die das Betriebssystem ruft, wenn es Dateien zugreift. Also, was weiß ich hier? caown, getAttribute, makeNote, makeDir, stat, rename, open, write, read, das war's. Mehr gibt's da nicht. Und das musst du einfach nur implementieren und dann bist du durch. Also das auch wie bei die Vorlesung, also wie die auch in einem Buch im Prinzip aufgebaut ist, man schaut sich am Anfang eben an, wie sieht eigentlich die API aus. Ne? Typischerweise ist aktuell die C-API, um auf Speicher zuzugreifen, ne? Allokieren von Speicher. Was ruft eigentlich das Betriebssystem auf, was ruft der Programmierer auf? Ne? Und immer wenn du das dann weißt, also wie man so ein Ding verwendet, und du guckst dir dann an, wie die Implementierung ist, ich glaube, das macht immer mehr Sinn, als wenn du von der Pike auf diese Betriebssystem-Theorie lehrst und du eigentlich gar nicht weißt, warum brauche ich denn das überhaupt? Na, wir gucken immer erst an, wie rufst du das Ding mit der API auf? Und dann schaut man sich halt so ein bisschen die Besonderheiten an. Ich glaube, da nimmt man einfach wesentlich mehr mit. Das ist das, was mir immer im Studium gefehlt hat. Na, du hast diese komplette Theorie gelernt. Mathe ist immer so mein schönes Beispiel, lineare Algebra. Ich habe zwar lineare Algebra gelernt, viele, viele Semester an der Universität. Mir wurde aber nie erklärt, für was ich das brauche. Ne? Jahre später, wo ich dann Grafikprogrammierung angefangen hatte und dann plötzlich mit Matrizen gearbeitet hatte, da kam das dann so auf, genau. Geht mir genauso. Ich habe in keiner Mathe-Vorlesung Mathe verstanden. Und es ist auch erstaunlich, wie wenig Mathe braucht in der Welt. Mhm. Aber genau, das wollte ich eigentlich noch machen. Und hier ist es ja genau, wie du sagst, ne? Also das kannst du dann wahrscheinlich besser erklären. Deswegen bist du ja der Professor und nicht ich. Das sind die Betriebssystemfunktionen. Da gibt es dann quasi auf der Betriebssystemseite gibt es dieses Äquivalent dazu und das Betriebssystem ruft dann diese Funktion auf und das ist das Stück Code, was dann eben diese Funktion implementiert und das ist tatsächlich in dem Fall sowas von. Also im Prinzip für alle, die das um das Betriebssystem für ein System, was du da hast. Ne? Genau. Genau. Also sehr, sehr schön. Also genau sowas ist geplant. Also nach und nach in die Vorlesung reinzubekommen, weil wir gucken ja oder wir achten ja sehr drauf, dass wir viel, viel Praxis reinnehmen. Ne? Also zum Beispiel ist auch, ne, ich habe jetzt für die Vorlesung die Prüfungsform geändert. Früher war das immer nur Klausur, also ganz klassisch Klausur. Und zukünftig wird das geändert, dass auch Aufgaben im Semester bearbeitet und abgegeben werden, also praktische Dinge. Und dass dann die Klausur am Ende nur, 60 oder 70 oder vielleicht 50% zählt. Und den Rest macht man wirklich fürs praktische Arbeiten, weil ich glaube immer, dadurch lernst du mehr, als wenn ja. du also 3 Tage auf die Klausur lernen, einschreiben und danach alles vergessen. Das bringt es ja nicht. Ne? Also da glaube ich, da ist jetzt, kann man ein bisschen an der Bildung, wie heißt das so schön, auf jeden Fall, da sind wir dran, das machen wir. Da habe ich tatsächlich das größte Problem mit der Universitätssystem an sich überhaupt, diese ganze Prüfungsfixierung, da weiß ich auch nicht, ja? Komme ich auch nicht wirklich mit klar. Deswegen kann ich das gut verstehen und begrüßen, wenn du sagst, eigentlich willst du das ja über den kontinuierliche Leistungszeigen und kontinuierliches Anwenden. Der Code ist in der aktuellen Ansicht kaum lesbar, kommt als Kommentar. Ja, ja, vom Stream. Aber da muss man auch sagen, das Layout ist heute ja aufs Übelste zusammengehackt. Genau. Ja, ist ein Test. Wir haben ja erstmal heute geschaut, also die jetzt die letzten paar Mal im Podcast ja zugehört oder im Stream zugehört hatten, gerade in der Pre-Show, wir hatten es bisher nie ordentlich hinbekommen, den Ton auf den Stream durchzurouten. Also nicht ordentlich heißt, es ging gar nicht. Das war eigentlich, zum Beispiel die Bilder ausmachen mussten. Und heute haben wir uns ja erstmal auf Kamera und Ton fixiert. Das Setup ging ja auch dann relativ schnell, hat ja nur 45 Minuten gedauert, bis es lief bei mir. Ne? Und auch da arbeiten wir dran. Also wir nähern uns Stück für Stück der Perfektion. Ja. Ja.
Ja, und auch genau. Jetzt dieses Teilen von dem Bildschirm und so weiter, das, was die Leute im Stream sehen können, dass da mehr Informationen kommt und so weiter, das ist tatsächlich auch die Idee. Da müssen wir mal gucken. Wir können unsere Köpfe dann vielleicht mal kleiner machen oder so. Genau, dann machen wir dann. Ich habe on the fly jetzt gerade noch ein bisschen rumgeschraubt, dass man alles sieht. Jetzt sieht man den Text. Ist ja erstmal so eine Voransicht, die wir da haben. Also schaut euch, die meisten hören sich jetzt ja eh dann den tatsächlich gibt es das Bild größer an. Übrigens in meinem Stream. ich kann sagen, ist da kein Thema. Ne? Aber dann sind halt die Bilder weg. Ne? Mach mal. Kannst du größer machen. Man kann ja zwei aufmachen. Das wäre doch jetzt die Empfehlung. Ne? Einfach zwei aufmachen und dann sieht man das besser. Guck mal, ich mache das, dann sieht man uns halt nicht mehr. Ich überlege mir mal, dass wir das irgendwie als schönes Layout hinbekommen. Dann habe ich wieder ein Hobby für nächste Woche. Bis wir dann das nächste Mal den Stream aufnehmen. Und ansonsten, also wir haben ja die Shownotes, also wir sind ja einer der, ich wollte gerade sagen, einer der wenigen Podcasts, die Shownotes haben. Nein, eigentlich alle guten Podcasts haben Shownotes. Ja, und da verlinken, also wir verlinken auch alles exzessiv. Wir laden nachher auch das Video dann auf YouTube hoch und da packen wir auch die Shownotes rein. Also die ganzen Links bekommt ihr auf jeden Fall. Bekommt ihr auf jeden Fall. Genau. Später. Genau, was haben wir denn noch? Gab es bei dir noch was Neues? Bei mir sind Sachen kaputt gegangen, ohne Ende Sachen kaputt gegangen. Also ein Fernseher kaputt gegangen. Kamera war ein Fernseher kaputt gegangen? Was ist da? Fernseher, ist ja. Ich habe das immer, mit, also zwei Fernseher, unabhängig voneinander, selber Hersteller und ungefähr selbes Muster. Da sind so Streifen drüber. Ja, Sollbruchstellen und so, ne? Ich nehme an, dass das, also es ist, tatsächlich, diese Fernseher, die laufen super. Das Display selber ist, glaube ich, nicht kaputt. Mhm. Aber ist irgendwas in der Verkabelung, irgendwas in der Elektronik drin, ist da irgendwie madig. Und du kriegst so vertikale Streifen rein und die sinken dann so über dem Bild, dass du nichts mehr erkennen kannst. Also gab es einen neuen Fernseher. Und da braucht es natürlich auch, weil es theoretisch, also was heißt praktisch, kriegst du heute keine guten Fernseher mehr, die nicht 4K haben. Mhm. Also habe ich einen 4K-Fernseher bestellt. Als der geliefert war, braucht es natürlich jetzt eine 4K-Quelle. Und da habe ich festgestellt, obwohl es 4K-Quelle gibt es ja eigentlich, gibt es den Quatsch ja schon was länger, dieses 4K. Ja. Ne? Jetzt kann mir mal jemand erklären, warum es so wenig wirklich echten 4K-Content gibt? Der Content ist das Problem. Ich meine, jetzt gerade in der Situation hat natürlich jeder, jetzt Netflix und so, wie sie alle heißen, irgendwie die 4K-Qualität runtergeschraubt auch noch. Was ich, haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, wieder zurückgenommen. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Weil die Hersteller da momentan, also vermute ich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung und die Vermutung, dass die Hersteller da momentan sehr viel versuchen über so eine Abschöpfungsstrategie, also dass die Early Adopter, die das unbedingt wollen, auch mehr Geld zahlen. Da musst du dir jetzt zum Beispiel nur mal die DVDs angucken. Ich hatte mir, wo jetzt Game of Thrones mal durch war, alle Staffeln besorgt und dann stand ich vor der Wahl, nimmst du Blu-ray oder 4K Blu-rays, ne? Weil ich habe jetzt eine Xbox X, da könnte ich eigentlich 4K anschauen. Und alter Schwede, ne? Also ich habe die Blu-rays zwischen 9 und 19 Euro bekommen, also pro Staffel. Mhm. Super, ne? Und als ich mir die bestellt hatte, die 4K Blu-rays, als hätten die Game of Thrones nochmal extra mit 4K aufgenommen, also nochmal gedreht, ja? Hey, also über 30, 40 Euro für eine Staffel auf 4K. Nee, das und habe ich gesagt, Leute, wisst ihr, also sorry, also so schlecht ist jetzt 1080p ja auch nicht. Und habe mir halt die Blu-rays gegönnt an der Stelle. Aber weil du es erzählst, bauen und kaputt gehen, ich hatte ja den Stehtisch hier mir besorgt vor ein paar Wochen, das auf dem Kollegen, der mich da angeteasert hatte, und habe jetzt dann so wochenweise aufgerüstet. Ich habe dann nochmal, weil ich dann keinen Schrank mehr hatte, noch so einen Unterstellschrank da besorgt. Und weil mein einer Monitor hier so pfeift, also nach meiner Frau dürfte ich den gar nicht mehr anmachen. Ah. Der pfeift richtig fies, ne? Auch wenn der außen an ist. Und dann habe ich gesagt, ich besorge mir mal einen neuen. Jetzt habe ich beide an, das gefällt ihr nicht wirklich. Aber das Bild habe ich gesehen, dass du einen 4K-Monitor jetzt vor dir stehen hast. Ja, und dann habe ich einen 4K-Monitor, weil der im Vergleich zum 1080p-Monitor nur 70 Euro teurer war. Ne? Und das habe ich gesagt, hier den. Und da ich also eine 1060 GTX-Grafikkarte drin habe ich den daran gestöpselt. Also das geht.
bis auf das eine Ding, ich weiß jetzt, woher das kommt manchmal, aus irgendeinem Grund ballern mir dann die Systeminterrupts auf 100% in meinem Laptop. Und dann steht der Rechner, ne? Dann hilft dann nur noch alles nacheinander ausschalten, neu booten, dann ist es weg. Und das passiert immer, wenn ich den 4K-Monitor anschalte, nachdem der Rechner schon läuft. Dann wird er irgendwie... Das muss ich mal rausfinden, an was das liegt. Ne? Mit der, also passt ja schön zur System, zur Betriebssystemvorlesung, mal zu verstehen, warum eigentlich da zu viele Systeminterrupts bei 4K dann auftreten. Na, auf jeden Fall habe ich dann jetzt, die MS Build war ja noch, ich weiß nicht, ob du die verfolgt hast. Ich hab leider nicht, ich habe keine Zeit gehabt. Microsoft, die MS Build. Ich habe mich da angemeldet und habe auch ein paar Sessions verfolgt, also gerade alles, was Windows Terminal angeht und WSL 2.0 angeht, habe ich mir alles mögliche mal angeschaut, ein bisschen .NET Core angeschaut und da war wirklich eine der, die haben ja komplett umgestellt, das muss man vielleicht auch mal erzählen. Ich glaube, Microsoft hat die konventionellen Konferenzen, wo 10.000 Leute hinfahren, beerdigt. Ja, die haben das beerdigt. Die Mitarbeiter bei Microsoft haben sich daheim die Homeoffices ausgerüstet mit Greenscreen, Elgato, Keylights und geilen Kameras und haben alle Sessions gescreamt. Die Keynote vom Scott Hanselman, der hat da quasi in der Keynote, so, der arbeitet ja seit über 13 Jahren aus dem Homeoffice, ne? Der hat auch so ein komplett nerdiges Homeoffice und dann ist er da auch mit Teams rumgelaufen, hat die anderen Leute angerufen, also sehr cool, der hat halt die Features in Teams, also ich persönlich mag es nicht, aber er hat die ganzen geilen Features gezeigt, wie die damit arbeiten können und das weißt du auch bei Microsoft, die haben ja dieses Eat Your Own Dog Food oder hatten das damals, werden das bestimmt heute auch immer noch haben. Ja. Das heißt, du nutzt deine Software selbst und wenn man da mal gearbeitet hat, dann versteht man ganz oft auch, warum Microsoft Software so ist, wie sie ist, weil die genauso in der Firma verwendet wird. Ja? Egal, ob das Active Directory ist oder ob das E-Mailing ist, ne? Das funktioniert immer dann, wenn du dieses komplette 100% Microsoft-Ökosystem hast. Und dann funktioniert dieses Tooling richtig gut. Mit allen Problemen, die das bringt, genau. Ja, ja, aber die haben das dann auch im Griff, ja. Bis vielleicht mal, sie hatten ja vor kurzem mal wieder so eine Mailbomb mit Reply All, ne, wo sie, glaube ich, das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte alles lahmgelegt haben, weil jemand ans ganze Unternehmen zurückgeschrieben hat. Das gab schon mal ganz am Anfang von OWA 1.0. Und da hatten die auch solche T-Shirts, ne, wo sie irgendwie I survived the Mail irgendwas, the Reply All Day. Und das hatten sie vor kurzem wieder. Aber ansonsten ist das Zeug halt wirklich Videos verwenden. Und da habe ich ein paar Videos angeschaut und bin auch auf Twitter ein paar hinterher. Und genau, also auf dem, ich scroll da gerade mal runter, weil die, ist es die 102? Nee, das war es nicht. Aber hier die Cinnamon ist es die zweite. Und links ist der Scott Hanselman, wo gerade meine Maus ist. Da sieht man eigentlich die Maus, ja. Und also richtig cool, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, die haben halt Konferenzen beerdigt, weil eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass man 10.000 Leute dahin schifft, ne? Sondern ich würde das anders machen. Und das wird auf Twitter auch diskutiert, dass man sagt, weißt du, du kannst da bestimmte Leute, wenn du da jemanden treffen willst, ist es okay, ne? Aber nur um den Content mitzubekommen, es war seit Jahren das erste Mal wieder, wo ich so eine Konferenz wirklich mitnehmen konnte, weil ich nicht hinfliegen musste. Das ist mal Punkt 1. Ne? Mhm. Das andere ist, es ist jetzt nachträglich noch alles abrufbar und du kannst ja sowas mit lokalen Communities, von denen du wahrscheinlich viel mehr hast, einfach verbinden, dass du sagst, ne, dann machst halt so ein Meetup mit deiner lokalen Community und guckst es irgendwie zusammen an. Mhm. Weil, also nur, dass ich da jetzt hinfliege, um dem Scott die Hand zu schütteln, ne, und dann, also ich glaube, zum großen Teil brauchst du das zukünftig nicht mehr. Ne? Also müssen wir mal gucken, wo das hingeht, aber ich vermute, dass die das. Ein anderer Aspekt ist ja noch, ich glaube, dass die massiv an Kohle einfach auch sparen dadurch. Ne? Mhm. Die haben das Setup jetzt einmal, die wissen, wie es geht. Also ich bin gespannt, ob so ein Apple oder andere darauf reagieren oder ob die immer noch ihre Massenveranstaltungen machen. Machen sie ja, nicht, also machen sie nicht. Also sie reagieren tatsächlich darauf, aber nicht auf Microsoft, sondern auf die sozusagen die Notwendigkeit, dass man da irgendwie Kontrolle ausübt oder ein bisschen vorsichtiger ist. Ja. Ich finde jetzt tatsächlich, was verloren geht, und das wird auch bei der Apple-Veranstaltung dann wahrscheinlich deutlich werden, da bin ich gespannt, wie sie es machen. Kann ich ja gleich was zu sagen, welche ich meine. Ich finde aber, da geht schon verloren, dass man sich mit den Leuten trifft, die man eben nicht im Team hat. Also der Socializing-Aspekt, der ist dann halt auch da nicht wirklich da. Die CCC hat ja langjährige Erfahrung damit, komplette Veranstaltungen live zu übertragen. Da gehst du nicht hin, damit du die Vorlesung siehst. Also was tatsächlich passiert ist für diesen Inhalt, der in diesen Vorträgen passiert,
da geht dann keiner mehr hin. Das kannst du tatsächlich komplett aus der Küche senden mit dem ganzen Team. Aber die eigentliche Veranstaltung ist ja, stell mal eine Frage, setz dich mal mit jemandem hin, mit dem du sonst nicht zusammensitzt und programmier da was oder schau da was an oder zeig dem was und so weiter. Das geht nicht so ohne weiteres nur online. Also weil du die Leute halt gar nicht greifen kannst. Ja? Wenn du sie greifst, dann ist das irgendwie normative Kraft des Faktischen. Du stehst vor dem und der kann nicht weg. So, und dann geht's los. Wenn du den erwischt, ne? Das ist halt vielleicht auch noch der Punkt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt tatsächlich größer, ihn da zu erwischen, als irgendwo sonst. Also ich erinnere mich an verschiedene Tech-Ads, da warst du ja auch mit dabei, in Amsterdam zum Beispiel. Klar. Dann den Rafael zum Beispiel, wenn er von IPv6 gesprochen hat, damals zu greifen in virtuell, das war nicht möglich praktisch. Konntest du vergessen. Aber da bist du zur Bühne gegangen und hast ihm halt einfach die Hand geschüttelt. Oder hast ihm eine Frage gestellt. Waren auch wenn wir da im Visual Studio Team oder jemand gesprochen haben, das war ja auch nochmal eine andere Baustelle. Aber ich glaube so prinzipiell auch, dass du halt einfach eine Menge erreichen kannst. Das ist halt schon mal. Also schon mal ein Wort. Genau, also die nächste Entwicklerveranstaltung, an der ich tatsächlich interessiert bin und die ich auch verfolgen werde, die auch live gestreamt wird und auch kostenlos, ist tatsächlich die WWDC von Apple. Ja. Da ist auch, soweit ich, also meine Frau auch interessiert, weil sie jetzt angefangen hat zu entwickeln. Und die wird auch genauso live übertragen, vollständig. Und die haben eigentlich immer genau diese Socializing-Aspekte ganz spezifisch in ihrem Konzept drin. Da ist es, glaube ich, das Wichtige, dass die das auch dann schaffen. Und es gibt immer solche, bei Microsoft Ask the Expert, so Runden, wo du dann deine Fragen loswerden kannst. Und die soll es dann auch da wieder geben, wie das dann aussieht. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie das dann laufen soll. Also mehr Informationen als auf dieser offiziellen Apple WWDC-Seite gibt es halt auch noch nicht. Aber das ist halt, ja, genau. Also, was habe ich gemacht? Wir sind jetzt irgendwie von unseren Genau, ich wollte nur sagen, von dem einen Video bin ich dann halt auf einen von den einen Twitter-Post gekommen, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich das nochmal finde, wo ein sehr cooles Gestell gebaut wurde. Ich zeige dir das mal. Ich suche das bei mir und ich poste das gleich nochmal da rein. Ich habe das auf jeden Fall bei mir da. Und da liegt schon alles bei mir gerade unten im Flur. Geht meiner Frau auf die Nerven. Das muss ich mal wegbauen in den nächsten paar Tagen. Jetzt habe ich gerade mal den Link. Ich habe da ein Lesezeichen. Das war wirklich, was ich mega cool fand, wo ich dann gesagt habe, sowas Ähnliches baue ich nach. Wo habe ich viele Lesezeichen? ich habe die Lesezeichen aufgegeben. Wahnsinn. Ja, ich hab mir ein paar Twitter-Feeds markiert. Ist das so lange schon wieder her? Man kann halt auch nicht ordentlich drin suchen. Nee, diese Zeichen sind komplett uferlos. Das ist so, machen die das eigentlich auch zufällig, die Twitter-Lesezeichen? Nee, wo ist denn das Bild? Tatsächlich, was ich habe, sind keine Lesezeichen, wo ich auf Webseiten komme, sondern was ich habe, ist, ich habe mir einen Pocket-Account geholt. Ja. Da schiebe ich eigentlich immer alles, was ich da reinwerfe, das ruft sich ein Tool ab, das nennt sich Archivebox und speichert PDF-Dateien von den Webseiten. Hatte ich relativ lange. Ja, und das ist das Pocket, bis das Pocket bei mir übergelaufen ist. Achso, das Pocket läuft gar nicht über, sondern das Archivebox holt sich den Link und löscht ihn. Und legt aber lokal sozusagen eine Kopie von der Webseite als PDF und als JPEG und so weiter ab, macht einfach einen Screenshot von der Webseite und legt den mir lokal und den archiviere ich. Okay. Naja, jetzt finde ich das Bild nicht mehr, aber ich erzähle mal, was es ist im Prinzip. Sind das so ein und 1,5 Zoll Rohre, 1,20 Meter breit und 60 Zentimeter hoch, wo ich quasi auf den Tisch hinten ein Gestell hinbaue. Und an das Gestell wird dann mit einer Weserhalterung der Monitor gepackt. Und dann kannst du das ganze Equipment, was du hast, halt an dieses Rohrgestell ranschrauben. Ne? Und das Rohrgestell wird an den Tisch geschraubt. Und die hat das mit so richtigen Zinkrohren gebaut, also so Wasserrohren, aber die kriegst du hier ja nicht mehr so, weil das nicht mehr so verlegt wird. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich so Firmen gefunden, die ja diese Gestelle herstellen, auf die man wo so
nicht Gerüste gebaut werden, aber so Veranstaltungsgerüste, ne, von Konzerten und so Dinger. Und da habe ich halt ein paar Winkel und heißt es Traversen, weiß ich nicht so. Hm. Wenn das so heißt, dann sei das so. Und auf jeden Fall Rohre und Verbinder für das Ding. Da habe ich jetzt ein Set bestellt, die ich auch einen Tisch schrauben kann. Und das will ich jetzt die nächsten Tage oder die nächsten ein, zwei Wochen mal an den Tisch noch ranschrauben. Dass der, weil die ganze Hardware muss ja irgendwo befestigt werden. Ne? Die Kamera, die Mikrofons, die Lichter etc. Mhm. Und das ist noch so das kleine Seitenprojekt, was ich da am Laufen habe. Also das kommt da noch. Und da habe ich gesagt, mal gucken, vielleicht kann ich das livestreamen, wenn ich das mache. Das also klingt interessant. Wenn ich die Rohre. Du musst eine Kamera, Menschen. Döns, ne? Ja, ja. Actioncam an den Kopf. Geht, hab ich, oh, das ist eine coole Idee. Da muss ich ja noch eine GoPro oder so bestellen. Ne? Ich habe noch eine hier, falls eine brauchst. Ja. Die, echt, du hast noch eine? Ich habe eine GoPro für. So eine ganz kleine GoPro für meinen Quad. Ja, ich habe mir immer überlegt, ob ich gerade mit den Kindern mal eine besorge, die ich an die Kinder ranschrauben kann. Weil, weißt du, die haben jetzt eine ganz andere Sichthöhe und ich habe meinem Junior so eine kleine Kinderkamera gekauft, also so ein Foto. Und ich weiß nicht, kennst du Lomo, Lomografie? Ja. Kennst du das? Aus der Hand schießen. Also aus der Hand schießen, genau. Und der macht das halt jetzt so, das ist so eine, also sogar eine recht gute Linse drin, aber halt alles so, die ist klein, ne? Die ist gerade so, also ne, die ist halt gerade so, die Hälfte von einer Maus, so von der Größe, ne? Also von einer Computermaus die Größe. Und die macht halt dann so 8-Megapixel-Fotos sogar auf eine Mini- oder Micro-SD-Karte. Mhm. Es hat eine kleine Linse vorne drin, hat alles aus Gummi und Silikon, dass das Ding halt nicht kaputt geht und dass in Kinderhände passt. Ne? Und nachdem er es gelernt hat, wie das funktioniert, rennt er auch durch die Wohnung und macht da hunderte Bilder. Der hat es geschafft, nach 3 Tagen, also knapp 72 Stunden, hatte der über 600 Fotos gemacht auf der Kamera. Und es hat eine komplett andere Perspektive, ne? Und da dachte ich, so eine GoPro einfach ans Kind ranbinden, so auf den Kopf oder irgendwo hin, muss doch auch eine total geile Perspektive für so einen Action-Shot sein, ne? Weil was die da durch die Wohnung und durch den Garten rennen, das muss da auch Spaß machen. Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, dann bist du aber schneller bei 600 Bildern oder stundenlang Material wieder durch die Gegend. Auf jeden Fall. Das gibt's ja, es gibt ja solche Sachen auch von Katzen, dass sie, oder Hunden, nee, Katzen eigentlich, genau. Dass sie die Kameras dran kleben da an die Katze. Wenn sie sich das gefallen lässt. Genau. So bin ich ein bisschen drauf gekommen. Genau. Also das baue ich noch. Da werden wir wahrscheinlich im Podcast noch öfters drüber sprechen, wo ich gerade bin. Ich habe mir jetzt Farbe bestellt, so Graffiti, also richtige Graffiti-Farbe, um es zu lackieren. Mhm. Ja, dann mache ich. Ich kann dir das noch zeigen, das hat meine Frau angeschleift. Also dann darfst du dein Thema, aber das, glaube ich, ist es noch wert. Ich weiß nicht, kennst du das da? Wo ist die Kamera ist da. Das da, also ihr der da zuguckt. Das ist eine Wasserflasche? Da. Das ist total geil, das ist eine Wasserflasche. Und da steckst du oben drauf so einen Ring und da sind Aromastoffe drin. Ah, okay. Und wenn du dann trinkst, dann klingt das so. Jetzt habe ich das nicht auf, muss ich mal aufmachen. Ah, weil der Duft dabei ist. Dann geht die Luft durch und dann geht der Duft da durch und was du trinkst, also ich wollte es nicht glauben, aber meine Frau hat das dann bestellt und ich muss mir dann einen Tag später aus eine Flasche bestellen. Ne? Zweimal Versandkosten. Dann machst du ein lustiges Geräusch und dann gibt es Limette, also Pfirsich schmeckt jetzt nicht so geil, aber Apfel, glaube ich, Kirsche, also du hast doch gerade von Koffein gesprochen. Wie kommt denn da Koffein dann hin? Naja, als Ausgleich für den vielen Kaffee. Ach so. Und da gibt es auch noch Spekulatius und Eierlikörgeschmack. Das ist total krass. Also du trinkst Wasser und es schmeckt wie Eierlikör. Das muss dein Gehirn erstmal verarbeiten, sowas, ja. Ja, aber, das. Also es funktioniert echt vom Geschmack her, ist eine coole Sache und die Flaschen sind total das ist ja total cool. Also wird einfach die Luft da durchgezogen. Okay, wenn das funktioniert. Also das ist total, total geile Geschichte. Ne? Ist irgendwie so ein Berliner Startup, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Das ist auch auf jeden Fall so ein Startup, die das gemacht haben. Und da reicht so ein Kringel da irgendwie für 5-6 Liter. Sogar noch ein bisschen länger. Aber also wem mal trockenes Wasser, geschmackloses Wasser aus dem Hals hängt, ja. Der soll sich das Ding echt mal angucken. Das ist mega cool, das Teil. Und vor allem, was du da an Wasser wegtrinkst, ja. Also du machst auch viel Sport. Und was du da an Wasser wegtrinkst, ist unglaublich. Also es ist meistens so, ich laufe runter in die Küche, fülle da 600-700 Milliliter rein und bis ich die Treppe hoch bin, ist die Flasche schon wieder leer. Oder halb leer. Ja, das ist. Ja, das ist also tatsächlich total cool, das ist auch extrem wichtig, dass man so, also man kann seinen Körper, glaube ich, ganz schön
über Listen, wenn man da irgendwie in dem Wasser noch was dazu packt oder irgendwie das speziell behandelt. Und das, wenn das mit Duft, das kann ich mir super vorstellen, weil das hängt ja echt arg zusammen, ne, das Duft und Geschmack. Und das Krasse ist, also wenn du riechen funktioniert da nicht, ne? Wirklich dieses Trinken durch den Mund und dann schmeckt das halt. Also das ist eine echt coole Geschichte, die sie erfunden haben. Und wie gesagt, da bist du mal schnell bei echt ein paar Litern, die du da am Tag wegzischt. Also ich glaube, das ist so das Prinzip, ich meine, ich habe das nie benutzt, aber das dürfte so das Prinzip sein wie bei einer Shisha, ne? Wo ja auch so irgendwie Luft durch Wasser durchgezogen wird. Irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall. Aber das Wasser hat keinen Geschmack. Ich glaube nicht, dass das zu tun hat. Nee. Bei Shisha. Aber da ist doch auch, keine Ahnung. Ne? Aber das ist nur zum Kühlen. Ach so, das ist nur zum Kühlen. Siehst du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist nur zum Kühlen. Also das was andere Funktionen wäre ich jetzt nicht in der Lage zu sehen, was das Wasser da tut. Außer kühlen. Und ich weiß ja nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie das dann ausschaut, wenn da so eine Shisha länger Wasser, Rauch durchläuft. Nee, gar nicht. Ich glaube nicht, dass es da um den guten Geschmack des Wassers geht. Ah ja, die Zuhörer kennen sich aus. Ja, das ist nur zum Kühlen. Okay, dann habe ich das auch bestätigt. Nee, hab ich immer angenommen, dass das nur zum Kühlen ist. Was weiß ich, ob das wirklich so ist. Ich rauche ja nicht. Ich habe von so Zeug keine Ahnung. Ne? Das tut mir total... Also leid. So, dass ich bin was so Sachen. Da bin ich so der Informatiker. Ne? Das muss man leider mal... Also damit ist ja der Markenkern auch dieses Podcasts erfüllt. Also das professionelle Teildeletieren. Und das, damit ist es einfach erfüllt, ja. Das muss einfach sein. Jetzt habe ich meinen Teil gehabt vorhin, jetzt hast du deinen Teil, das ist super. So muss das sein. Genau. So, was haben wir für die letzte Viertelstunde noch an Themen? Was hattest du denn noch? Dein Thema? Dein Raspberry, ne? Genau, also ich hatte diesen Raspberry Pi und ich habe tatsächlich zwei Stück gekauft. Einmal eins für diesen Fernseher, weil ich gehört habe, dass der 4K jetzt geht. Ja, und stopp, bevor du weitererzählst, hast du dir dieses ganz neue Modell gekauft? Nee. Weißt du, dieses ganz neue mit 8 GB RAM? Nee, ist mir auch zu teuer. Nee, okay. Ich brauche 4 GB nicht. Ja, also okay, ist 4er, das reicht und funktioniert ja inzwischen auch, ja. Mhm. Okay, und was hast du da gebaut? Ja? Also 4K funktioniert. Ich habe 4K einfach Libre Elec oder so, gibt es da eine Distribution. Ja, ja. Da funktioniert das mit 4K so mehr oder weniger. Also meistens funktioniert es, manchmal stürzt es ab. Aber der Haupteinsatzzweck von dem Ding ist tatsächlich, ich habe das in ein lustiges Gehäuse gepackt. Das ist so ein Argon-One Raspberry Pi Case. Also das kann man sich so vorstellen, das sieht aus wie so ein Alu-Block, wie so alle Raspberry Pi Gehäuse. Aber der ist so ein bisschen zugeschnitten und alle Ausgänge gehen nach hinten raus. Da ist ein Power-Button dran, und alle USB-Kabel, alles wird rausgeführt. Da ist so eine Platine noch mit dabei, wo die ganzen Anschlüsse von diesem Raspberry Pi, die an der Seite sind, nach hinten rausgeführt werden. So eine Adapterplatine. Und so hast du quasi ein Gehäuse, das sich wie so ein Computer verhält. Alle Anschlüsse gehen hinten raus, das kannst du super auf den Tisch oder an den Rechner dran kleben. Und das hat auch noch gleich ziemlich viel Metall. Und dieses ziemlich viel Metall kühlt das? Kühlt. Das Metall selber geht direkt auf die CPU drauf. Ja, ja. Du hast quasi eine richtig große Metallgewicht. Wie heißt das? Ja, eine Wärmelast. Viel Metall, was Wärme aufnehmen kann. Und dann ist so ein Kühler eingebaut. Der geht aber nur an, wenn er über eine bestimmte Temperatur geht. Ach ja, also mit einer eigenen Schaltung dann. Genau, der geht, den kannst du auch steuern über die Software, aber der ist nie an gewesen bei mir. Der geht über 50 Grad an. Ich habe den hier auf dem Tisch stehen. Der geht einfach nicht an. Genau, und jetzt fragt jemand, ob da irgendwas... Gibt es ein gescheites Display? Mit Display? Nee, das hat kein Display. Ich habe keine Ahnung. Ich benutze keine Displays an dem Pi, sondern habe dann da Sachen draufgesteckt. Das Geile an dem Ding ist halt noch, diese GPIO-Pins, die werden durchgeführt. Ah, okay. Sehr cool. Du kannst also das Ding einem Kind in die Hand drücken und der hat keine Platine in der Hand, sondern kann oben mit den GPIO-Pins trotzdem noch arbeiten. Und das funktioniert wirklich, wirklich exzellent. Also dieses Gehäuse kann ich nur empfehlen. Hält den Pi auch echt kühl, auch wenn den übertaktest. Das ist wirklich gut. Ja, dann, also wenn ich meinen Umbau, muss ich aber gucken, wie ich jetzt die Kühlkörper von den Chips wieder runterbekomme. Also mit was hast du die geklebt? Die hatten so ein Klebeband unten drunter. Das geht ganz einfach runter, einfach drehen. Die sind nicht verdrehsicher. Hast du bestellt in hier da oder gibt es sie wo bei einem deutschen Versender?
Die gab es beim deutschen Versender, muss ich mal rausgucken, okay, wo ich den bestellt habe. Da gibt es keine mehrere. Wenn du die suchst, die haben mehrere Distributoren auch in Deutschland. Okay. Und da gab es die auch, glaube ich, in Berlin war das eine. Jedenfalls. Ich muss in meinen Backlog gleich reinschreiben. Sehr cool. Jedenfalls habe ich das Case und man sieht es ja, das Ding hat zwei solche Mini-HDMI-Anschlüsse oder Micro-HDMI. Ich verwechsel es immer. Eins von beiden. Ich benutze tatsächlich die zwei Ausgänge, weil ich habe an meinem Arbeitsplatz hier, habe ich zwei Monitore jetzt an so einem Monitorarm, habe ich das letzte Mal erwähnt, befestigt. Und jetzt habe ich quasi zwei Monitore an diesen einen Raspberry Pi dran gedengelt und benutze quasi diese ganzen Virtual Desktops und Remote Desktop Dinger, die ich da habe, um mir da auf den auf diese zwei Monitore dann verschiedene Rechner aus dem Haus drauf zu beamen. Unter anderem auch mein Arbeitsnotebook oder so, das beam ich dann sozusagen da drauf und kann dann da meine Telefonkonferenzen überall machen, wo ich im Haus unterwegs bin, wo diese Monitore sind. Und an dem Ding ist es halt so ein kleiner Raspberry Pi mit ein paar Watt für zwei Monitore. Das ist schon echt eine erstaunliche Leistung, wenn man das als wirklich nur als dummes Display braucht. Genau, das ist eigentlich die ganze Geschichte mit dem Raspberry Pi. Ich habe zwar noch ein anderes Raspberry Pi-Projekt. Ich meine, die Freakshow hatte das ja irgendwie geteasert, dass man also der Podcast, dass man einen alten Scanner nimmt, den an einen Raspberry Pi dran packt und dann da sozusagen den Scanner über die Buttons, die an dem Scanner dran sind, steuern kann. Und dann quasi eine Software drauf laufen hat, die die Buttons überwacht und dann, wenn man auf Scan drückt, dann wird das auf einen File-Server irgendwo hingescannt und Texterkennung gemacht und ich weiß nicht was alles. Und das gibt's fertig und funktioniert tatsächlich. Und da, also es gibt's nicht fertig, sondern muss man bauen, aber man kann es, wenn man es zusammensteckt, kann man es recht einfach bauen. Genau. So, das war mein Raspberry Pi-Thema. Die meisten, die den Podcast hören, sollten das bauen, kompilieren und installieren können und das zusammenfrickeln können. Ja. Gehe ich davon aus. Also, ja. Also die Anleitung, die da in der Freakshow verlinkt ist, die funktioniert tatsächlich nicht. Da muss ich mal eine neue schreiben. Also die hat bei mir nicht funktioniert. Deswegen werde ich mal gucken. Eine Frage gibt es, welche Remote-Software ich verwende. Tatsächlich benutze ich VNC komplett. Weil wenn du die Open-Source-Varianten von VNC nimmst, kannst du die Protokolle so tweaken, dass da quasi null Latenz dazwischen ist. Also das funktioniert mit Video mittlerweile flüssig, das funktioniert mit, ich bin ja hier in einem Heimnetz, da habe ich Gigabit immer und das reicht völlig, der Raspberry Pi hat auch Gigabit. Ich pumpe dann einfach die Bandbreite hoch und schiebe dann ordentlich Bilder drüber und mal benutze ich Hextile, mal benutze ich hier TRLE2. Ich brauche keinem was sagen, das sind die Protokolle bzw. die Kompressionsformate, wie das Bild behandelt wird bei VNC. Und das funktioniert eigentlich super. Also auch das Bild, was wir jetzt hier von dem Desktop haben im Livestream, das Bild ist auch über VNC übertragen. Mhm. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade, was ist denn das? In dem Fall sogar Hextile. Genau, ist halt relativ viel Bandbreite. Das geht übers Internet in dem Fall und läuft, also für mich gefühlt flüssig. Genau. Das kommt auch sogar hier bei mir flüssig an. Ne? Also, ja, das ist total krass, ne? Kilometer dazwischen, also in dem Moment, wenn du es bewegst, also es dauert länger, bis es dann quasi gestreamt wird und wieder dann über das beim Stream ankommt. Das sieht ja aus wie live, auch wenn ich mit der Maus da auf dem Desktop dann was bewege. Der läuft ja bei dir. Der läuft tatsächlich nicht mal bei mir zu Hause, sondern der läuft auf einem Root-Server von mir. Okay. Also von daher, das läuft richtig gut. Aber sehr cool, schönes Gehäuse. Kostet nicht mal so viel, weil selbst die billigen Plastikgehäuse, also auch das, was ich dann mit den Kühlkörpern habe, ja, das lag auch so um die 20 Euro. Ich wollte gerade sagen, da bist du 5 Euro. Genau, das ist also tatsächlich, ist das auch der Preis, den du dafür zahlst. Es ist wirklich nicht, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was du da an Nutzen hast. Ja. Nachteil, der einzige Nachteil ist, wenn du dem Ding Strom gibst und du bist darauf angewiesen, dass das automatisch angeht, wenn da Strom kommt, das geht mit dem Ding nicht, weil der will, dass du den Power-Button drückst. Okay, also der hat nochmal einen richtigen Power-Button dann. Aber das ist auch nicht so schlecht, das denn, also. Ja, im Gegenteil, das ist sogar richtig gut. Genau, aber wie ist das bei einem Stromausfall? Bleibt aus. Bleibt aus, okay. Das heißt, es ist kein physikalischer Schalter, das ist so ein Relais-Schalter, der dann da wahrscheinlich drin ist. Das ist ein Mikroschalter also, und der ist auf einer Platine und wenn dann Strom ist, dann wartet der, bis du drückst. Okay. Genau, und so themenseitig, ich meine, hätte jetzt noch kistenweise, weil wir wirklich lange nicht geredet haben, aber ich will mal eins teasern und zwar fürs nächste Mal. Du weißt, dass ich eine Mailbox hatte, ne? Ja. Ich habe ja mein. Hast die gefunden? Tatsache, ich habe die gefunden. Und zwar. Ach, geil, okay. Ich habe es lange gesucht tatsächlich. Ich wusste, dass ich ein Backup habe. Und ich bin hergegangen und habe jetzt ein altes Backup von 6.12.2018,
98 gefunden. Ach, wie cool. Okay. Und da sind komplett die komplette Festplatte von dem Hauptrechner, von der Mailbox ist da drauf, mit allem, komplette Mailbox-Konfiguration, sämtliche Skripte, das komplette Betriebssystem ist drauf. Da werde ich demnächst mal eine virtuelle Maschine machen, das ist OS2 als Betriebssystem. Mhm. Und die virtuelle Maschine werde ich mal versuchen, meine Mailbox mal hochzufahren. Und dann können wir mal in die Mailbox vielleicht in einer Folge oder in einer extra, unabhängig vom Podcast, können wir mal reinsteigen und können gucken, was denn das damals war. Das wird bestimmt lustig. Sehr cool. Oder wie das Internet funktioniert hat. Machen wir sehr, sehr cool. Okay. Sehr, sehr schön. Genau. Gut. Ja, ansonsten müssen wir jetzt noch Verabschiedung machen, weil den Abspann, ja, gut bezahlt, ne? Der Jingle, das muss man doch jetzt auch genießen. Genau, wir spielen dann nochmal unseren Jingle ein, genau. Ja, der läuft ja eh mal beim Abspann. Ja. Und ich habe jetzt von dem Thema her, würde ich sagen, ich hoffe, wir machen mal keinen Monat jetzt dazwischen, sondern wir finden irgendwie Zeit, so die Situation, dass das zulässt. Genau, also mit ein bisschen Glück sind die Kids ab nächster Woche dreimal, oder der Große dreimal die Woche im Kindergarten. Die machen sie halbtags unter die Kinder dürfen sich nicht berühren und so, Bedingungen auf. Und dann ist da ein bisschen mehr Zeit wieder zum Arbeiten, auch für solche Dinge. Das klingt gut. Dann muss man das nicht mehr alles nachts machen. Und dann gucken wir, dann kriegen wir das hoch. Und dann das Setup steht jetzt. Dann fassen wir uns auch kürzer, kannst du deine Frau ausmachen. Das Setup steht ja dann auch. Und ja, sieht ja ganz gut aus. Daniel, hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. War mal wieder schön, endlich, dass wir ein bisschen reden konnten. Das Setup hat geklappt, die Technik haben wir jetzt halbwegs im Griff. Da lassen wir uns nicht unterkriegen. Wie hat es mal jemand gesagt? Irgendjemand hat es gebaut. Wir bekommen raus, wie man es auseinandernimmt und kaputt macht und wieder zusammenbaut. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wunderschönen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Bis dann. Ciao. Ciao.